Einen wunderschönen Ostermontag wünsche ich. Hallo Matze und hallo Wusimu und alle anderen da draußen. Es ist zwar der 1. April, aber ich bin kein Aprilscherz. Nein, nein, nein. Ich stehe hier übrigens immer noch auf dieser wunderschönen Uhr, die wir uns angeguckt haben. Genau. Und IMC Prayer Builds Instagram. Und zwar stehe ich hier, da ist ein Roboter dahinter. Allerdings, wie gesagt, müsste ich dann in den, ja, nochmal in den Kreativmodus, um den euch eigentlich mal zu zeigen. Und momentan schlafen aber alle, also mal. Und wisst ihr, was das Tolle ist heute? Es ist wieder Giveaway-Tag. Yay, es ist der 1. April und normalerweise, wenn alles gut ist, kann ich heute wieder 5 Mitgliedschaften raushauen. Yay, ich freue mich. So, ich würde mal sagen, wir machen das mal kurz. Ich gehe mal kurz in den Kreativmodus. Ja. All die Uhr muss es euch zeigen. So, warte. Das muss zeigen. Schaut mal, ist der nicht süß? Ich finde diesen Roboter, finde ich so genial. So süß. So niedlich. Von der Mimi. Ja, die hat nicht nur dieses geniale Steampunk-Monument hier gebaut, dieses tolle Haus hier. Ja, ich könnte da das mal riechen. Ich muss mal weg, so riesig wie das ist. Schaut mal. Ja, also. Und auf der Seite, wie gesagt, sitzt wirklich ein kleiner Roboter. Ich bin sowas von hin und weg, weil ich bin ein absoluter Fan von solchen Robotern. Und ich habe mir schon überlegt, dass wir diese Roboter eigentlich überall mal so auftauchen lassen. Und ich muss mir den mal ganz genau angucken. Also Sandstein, dann Kupfer und... Ah, okay. Er hat dann oben so eine komischen Dinger von Redstone drauf und dann so ein... Ah, doch. Würde das passen? So, jetzt zeige ich euch nochmal von der Seite. Weil, wie gesagt, von unten sieht man das echt ganz schlecht. Aber das möchte ich euch halt nicht vorbehalten. Also, ihr seht hier dieses wunderschöne Ding. Hast du in deinem Keller schon gesehen in der Wand? Nein, ich war noch nicht mal in meiner Base, weil ich wollte erstmal dieses grandiose Bauwerk von der Mimi nochmal richtig schön präsentieren. Und vor allen Dingen für mich eigentlich auch mal so ein Screenshot nochmal machen von diesem Roboter. Weil ich finde, der passt hier ins Gelände in allen möglichen Variationen unheimlich gut rein. So, das heißt, ich mache jetzt erstmal ein Screenshot. Wartet. Da, ich bin jetzt mal haben. Da muss ich jetzt mal F1 drücken, mich nähern dem Ganzen. So, dann muss ich mal den Shader rausnehmen, damit ich die Blöcke richtig kann. Oh. Dann machen wir einen F2. Dann machen wir den Shader wieder an und dann mache ich eins mit dem Shader. Ich finde diesen Roboter sowas von. Ah, und ich suche ja immer noch so ein bisschen nach einem Thumbnail, so einem richtigen vollen. Das werde ich jetzt auch gleich mal machen. Das machen wir jetzt mal live. Ich brauche nämlich wirklich für den Community-Server ein neues Thumbnail. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, weil ich muss immer ein bisschen überlegen, weil ich ja da Dinge einfügen muss. Wie? Da muss nämlich... Irgendwie. So, okay, einmal F2 gedrückt, so, und jetzt werde ich mich auf den Boden bewegen. So. Und dann bin ich wieder im Survival. Aber das musste jetzt mal sein, weil ich suche hier schon ewig nach einem geänderten Thumbnail. Habe ich noch ein Thumbnail? Ach, naja, egal. Okay, also, und hallo heftiger Fan. Hallo, herzlich willkommen. Hat Mimi sich wieder selbst übertroffen. Ja, ich bin schon echt, wie gesagt. Ich werde jetzt erstmal mein Häuschen gucken, weil wir haben ja die Gewinne ausgeteilt. Und hallo Coderix.
Hallöchen, wollte kurz Hi sagen, muss gleich wieder weg. Coderix, dir ein wunderschönes Osterfest. Ich hoffe, dass deine Zeit so verläuft, wie du die dir gewünscht hast und dass alles in Ordnung ist bei dir. Weil ich weiß ja, du bist da arg beschäftigt und drück ja immer beide Daumen, ne? Beide fetten Daumen ist der. Der Com-Server ist doch für die nur Mitgliedschaft. Genau. Genau. Aber gestern gab es halt ein Oster-Event und da konnte man teilnehmen und dann konnte man halt, wie gesagt, wenn man die 20 Ostereier gewonnen hatte, also der Server ist noch offen, das Event ist nur vorbei. So, jetzt switch ich mal hier hin. So. Jetzt muss ich noch meinen Status wechseln. So, jetzt bin ich wieder in Über. Auf jeden Fall, wie gesagt, gab es gestern ein Oster-Event und da konnten halt die 20 Eier finden, wie der Kai zum Beispiel. In 2,5 Stunden hat er das gemacht und ja, ich sag mal so, ich war gestern generös drauf. Es hat letztendlich jeder was gewonnen. Also die noch nicht Mitglied war, die haben eine Mitgliedschaft gewonnen. Und einen Rucksack, einen speziellen hier auf dem Com-Server und alle Bedrocker sowieso, weil die konnten ja nicht teilnehmen, also alle Bedrocker, die hier auf dem Server sind, die haben gestern auch einen Rucksack gewonnen und wie gesagt, die Gewinner, die schon auf dem Server sind, Mitglied, die haben zusätzlich ein Wunsch-Item sich wünschen dürfen. Dürfen sich noch wünschen, also wie gesagt, ihr müsst das nicht ad hoc entscheiden. So, wieso habe ich hier eigentlich keinen Ton? Ich glaube, ich hatte das gestern leise alles gemacht. Wartet mal. Mal ein bisschen lautstärker, weil sonst höre ich gar nichts. So, okay. Ich höre zumindest. Oh. Okay. Auf jeden Fall, wie gesagt. Hör mal zu. Auf jeden Fall, wie gesagt. Ja, war das gestern ein sehr, sehr langer und wundervoller Stream. Wünsche dir auch nochmal frohe Ostern und muss wieder weg. Ja, alles Gute, danke dir. So, okay, und hast du in deinem Keller schon gesehen in der Wand? Keller. Keller ist hier. Keller. Keller in der. Er ist nicht. Ein Räucherer? Keller. Also ich habe hier nur das Übliche. Weiß nicht, was du meinst, Kai. Keller in der. Mehr Keller habe ich ja hier nicht. Oder meinst du außen? Ja, das ist ja eigentlich. Ja, es ist schon eine Art von Keller. Es ist so hier. Ich höre nix. Du bist dran vorbei. Okay, ich bin dran vorbei. Also ich weiß, dass hier die ganzen Kristalle und alles hier Krümelblumen und weiß ich was. Da, wo die Kürbislaterne ist. Ja, meine Klingel. Ah, dumm. Also ich habe gesehen, dass da drüben ein neues Haus entstanden ist, das ich mir auch mal angucken werde gleich. Aber wie gesagt, heute möchte ich auch ein bisschen bauen. Also wie gesagt, diese Zahnräder, ignoriert die mal. Die werden besser. Die werden besser. Ich verstehe immer noch nicht. Im Keller in der Wand. Da wo die Kürbislaterne. Ich hab doch im Keller keine Kürbislaterne. Was erzählst du? Da ist mein Keller. Hier ist mein Keller. Hier ist doch keine Kürbislaterne. Ach da. Ja. Und?
Das ist ein Mannequin. Das sieht aus wie ein Mannequin. Es nimmt ja mehr merkwürdige Formen an. So, hier gibt es ja immer noch meine Rucksäcke halt, ne? Ich benutze ja momentan nur mein. Das, was ich überlege, ist, wo ist denn. Hat die Mimi schon die anderen aufgeteilt? Weißt du das? Mimi überhaupt da? Ich muss gleich mal. Der Paket. Ja, ist noch nicht. Okay, ich muss mal gucken, ob die Mimi da ist. Nee, Mimi ist nicht. Weißt du, ob die Mimi. Genau. Den habe ich schon gesehen, ja, diese Kürbislaterne da. So, ich dachte ja, dass ich hier den Rucksack Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie sie es gemacht hat, weil gestern hieß es noch, dass die irgendwie das alles in die Base reinpacken wollte. Ich bin aber, wie gesagt, den ganzen Tag ein bisschen groggy gewesen von gestern. Oh, okay. So, dann holen wir mal Wusimo, hallo, und den Kai dazu. Hallo, Kai. So, könnt ihr mich hören? Ja. Gut. Gut. So, ja, habt ihr ein Update zu Mimis wunderschönen Osterrucksack-Aktion? Ja, ich hab den Rucksack schon. Wo sie ist, so leise. Warte mal, ich. Das in meinem Discord liegt. Leiser? Ich glaube, das liegt an mir selber. Ich. Ah, du bist auf volle Pulle. Und manchmal merke ich es kaum. Ah. Es ist nämlich immer ein bisschen schwierig, dich. So, okay. Also, habt ihr ein Update zu diesen wunderschönen Rucksäcken? Update. Also, wurden die schon ausgeliefert? Ja. Okay, weil ich habe nämlich keinen. Oder ist es der in meinem Schlafzimmer? Also bei mir ist es in einem Fass gewesen, wie einem Briefkasten. Okay, echt. Oder sie hat mich vergessen. Oh. Will auch ein. Ich wollte wenigstens wissen, wie der ausschaut. Das ist jetzt unfair. Hat's bin bald bei dir, dann kann ich zeigen, wie es aussieht. Alles gut. Muss ich mich halt genug. Nee, weil wenn hätte so ja naheliegend irgendwo reingepackt. Eine Brennstoff. Naja, egal. Gut, dann müssen wir erstmal ohne auskommen. Vielleicht treffen wir ja unterwegs jemanden, der einen hat. So, jetzt muss ich erstmal wieder nach oben, weil nämlich oben mein Bett steht. Ein unpraktisches Schlafzimmer. Aber geht ja einen Moment. So, hüpf ins Bett. So, und hallo Herr Gamer, bitte nicht spammen. Das wäre ganz lieb. Ich weiß, dass manchmal eure Handys Schluck aufhaben, wenn ihr mit dem Handy drückt seid. Das kenne ich von meinem Männer. Der hat das manchmal auch, dass das Internet so hick, hick macht und dann kommen. Aber wie gesagt, einmal reicht. Weil ich, wie gesagt, gucke regelmäßig auf den Chat. Das heißt, wenn einer mal 2 Minuten warten muss, dann stirbt er nicht von ich bin hier nicht bei TikTok. Bin eine alte Frau. Langsam. Aha, ich höre dir nicht zu. So, so. Und du meinst, es wird besser, wenn du dann moin, hallo, 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 hallo machst. Ich glaub nicht. Und außerdem bin ich kein Er. So, schon mal klarzustellen. Ich bin ein Mädchen. Ein etwas älteres Mädchen. Ach, Leute.
Immer dasselbe Problem. Ich kann doch nichts für meine Stimme, Mensch, die ist so. Die habe ich ja nicht alleine mir ausgesucht. So. Immer dasselbe. Okay, also, was ich heute vorhabe, ich möchte jetzt endlich mal mir überlegen, und zwar möchte ich meine Zahnräder als erstes mal ein bisschen besser machen. Ja, alles gut, alles gut. Wie gesagt, also, ich bin hier nicht bei TikTok, ich bin auch nicht auf der Flucht, ich gucke regelmäßig immer in den Chat rein, das kann meine Community bestätigen. Und wie gesagt, ich bin ja nicht just chatting hier, sondern ich spiele hier. Das heißt, ich muss mir natürlich auch ein bisschen meine Figur beim Spielen zuschauen. Sonst wird das nichts. So, okay, also, ich habe mir überlegt, bei Zahnräder. Bei Mimi hat ja da drüben schon eine Vorlage gebaut, was Zahnräder angeht. Ich weiß nicht, ob ich das sehen kann. Natürlich nicht. Das war wieder klar, dass ich das sehen kann. Oh, jetzt auch wieder ein Stück. Von hier aus kann ich es auch nicht sehen. Ei, da klingelt jemand. Ich komme, da kommt ein Osterei. Ah, okay, ich ahne, was der Rucksack ist. Ein Ei. Ja. Ein Ei, ein buntes Ei. Nö, bei uns ist das End noch geschlossen, genau wie der Nether. Wir brauchen, wie gesagt, wir sind hier nicht auf der Flucht. Wir sind hier erst 3 Monate auf dem neuen Community-Server unterwegs. Durch mein Community-Server. Von mir und meinem Team, ja. Und offen für alle Community-Mitglieder, halt, die uns hier unterstützen, das alles so zu machen. Okay, es gab also eine Runde Eier. Denn vermissen wir ja nichts, ne? Das ist die Eierjagd gestern. Weil eben. Simo, magst du mal sagen, wie lange du gebraucht hast? Okay, ich habe zwar nicht keine 20, sondern 12 hatte ich gehabt. Ich habe 10 Stunden gebraucht. Genau. Und die Hanna war auch so in dem Dreh. Also wie gesagt, die war nicht einfach. Die war nicht einfach, die Eier. Ich weiß, wir können so gemein sein, aber ihr hattet gestern wirklich einen Heidenspaß. Man hat es euch angemerkt, weil sonst wärt ihr frustriert schon nach dem zweiten abgezogen. Ihr habt ja durchgehalten und der Kai, wie gesagt, der hat wirklich Glück gehabt, weil manche hat er echt durch Zufall entdeckt. Das ging mir nämlich auch so, wie ich dann halt mal in einem von euch drin war, dass derjenige dann an irgendwas vorbeilief und dann macht er jetzt plopp und ich hatte ein Ei. Wusste gar nicht, wo es herkommt. Ja, wie gesagt, Thema Zahnräder, Zahnräder, Zahnräder. Wie gesagt, ich will diese merkwürdigen Zahnräder, ich will das einfach mal ein bisschen bezahnen. Das heißt, ich werde mir jetzt einfach mal ein paar Kupferstücken holen. Hier ist Prisma. So, ich habe mir nämlich überlegt, ich werde das mal so machen. Jetzt muss ich mal überlegen, weil das ist ja immer dasselbe, dass man Stufen nicht hoch anstellen kann. Das ärgert mich jedes Mal. Nie. Ich habe übrigens heute beinahe die Versuchung gehabt, dass ich mir überlegt habe, ob ich das neue Snapshot spiele. Weil dieses Snapshot, wie gesagt, mit diesen Potatoes, ich habe mich jetzt schon krank gelacht. Oh, hallo Stine. Huhu. Stine. Jetzt bin ich gerade, wie gesagt, am Überlegen, wo ich die Zahnräder mache. Aber ich glaube, halt. Ich glaube, die muss ich anders rum. Warte mal. Das ist unten war richtig. Gestern. Umgedreht. So, bitte mal. So. So. Und dann brauche ich jetzt irgendwas, wo ich raufklettern kann. Ich brauche mal meine Gerüste. Moment, habe ich die? Die hatte ich ja weggepackt. Also meine Gerüste. Dann werde ich da mal hochklettern. Weil diese triggern mich schon die ganze Zeit. Das sind keine Zahnräder, das sind keine Wasserräder. Das ist einfach nur... Kennt ihr das? Ihr baut irgendwas und... Und dann merkt ihr dann irgendwann, dass es euch nicht gefällt. Warte mal, der muss so. Genau. Der muss so. Oh, wie komme ich jetzt hier hoch? Ist ja wieder super.
Schön verbaut. Danke, Bobo. Hast du gut gebaut. So, dahin. So. Okay. Muss ich nachdenken. Das heißt, der muss rum. Und der muss da rum. So, und jetzt müsste es aus wie ein Zahnrad. Sieht es aus wie ein Zahnrad? Guck mal von unten. Moment. Sieht im Moment nicht eigentlich. Oh, was kann ich denn noch tun, dass es wie ein Zahn? Aber gab es gestern nicht bei der Kanne irgendwie ein Zahnrad beim? Ah, das gibt beim Roboterhaus gibt's auch Zahnräder. Aber ich krieg die hier nicht so rein, wie ich es gerne haben möchte. Es ist vielleicht, wenn man hier in der Ecke. Kannst du mal gucken gehen, was sie da noch hingebaut hat? Anreder, ich weiß nur von diesen Stufen, von diesen Treppen. Ah, ich muss ja was weg. Also hier auf dem Community Server? Ja, oder ja, auf ja, dem ja, ja. Nee, auf dem Community Server. Okay, gleich mal schnell schauen. Ah, jetzt komme ich hier nicht durch. Seht ihr, das ist das Problem, was ich immer habe. Hier steht der Berg immer im Weg. Oh, nehmen wir hier rüber und... Hallo, ich stehe doch richtig. So. Also, ich finde das sieht mehr wie Zahnräder wie vorher. Ah. Quatsch. Auf jeden Fall sind die jetzt nicht mehr ganz so... Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wie man Zahnräder baut. Ich war schon nach dem 10. Ey, so frustriert, ich habe es irgendwie aber geschafft. Genau, Hanna. Hallo, Hanna und Marina und Matze. Na, ihr? Alles gut bei euch? Ich hoffe doch. Ich bin absolut kein Zahnrad. Es ist ja echt. Und ich kann mir das auch nicht merken. Also ich habe jetzt auf jeden Fall... Mann, jetzt fange ich hier noch an. Ja. Ich habe mir das auf jeden Fall schon mal gemerkt, dass da irgendwie mehr Treppen dran waren. Weil wie man das hier noch besser hin... Ich glaube, die Dinger sind hier. Das weg, das weg. Irgendwie, ich weiß nicht. Irgendwie sehen die anders. Ich weiß. Hab keine Ahnung. Weil jetzt auf der Seite, wie gesagt, ist klar, da fehlt auch Mann, andersrum. Ich verzweifle nochmal an diesen blöden Dingern. Weil, wie gesagt, ich spiele ja nicht im Kreativ. Im Kreativ ist immer alles ganz einfach. Da wüsste ich dann auch, da könnte ich dann auch immer mehr Abstand nehmen, ich etwas tue. Aber wie gesagt, das ist hier nochmal eine andere Geschichte. Okay. So, den muss ich dann so rum. So. Dann haben wir hier noch such mal einen Termin. Ja, probier also einfach. Probier einfach, mach irgendwas. Hauptsache, es sieht aus wie ein Zahnrad. Ich bin da offen, ich habe überhaupt keinen Plan hier. So, einmal so und einmal. Nein, der muss andersrum. Oh. Okay, wir haben ja noch genug Verfügung. So, dann haben wir wenigstens schon mal ein paar Zähne drin. So, und dann fehlt. Auf der Seite fehlen die auch noch. Also wie gesagt, es ist wirklich immer etwas anderes, wenn man im Survival Boot als. Ich bin immer fasziniert. Also Survival bauen habe ich keine Probleme. Da bin ich relativ offen und finde manchmal auch eher eine Lösung als hier tue momentan. Dann Survival ist eine Hardcore-Nummer. So, dann packe ich da nochmal. Ja, ist wieder falsch rum. Boah. Haptische Täuschung. So. Komm mal wenigstens ein paar Zähne drin.
geht nicht mehr ganz so doof. So. Data, jetzt haben ein paar Zähnchen schon dran. Hast du die Minimap nicht? Ja, die habe ich wieder vergessen. Ist noch von gestern. Ich bin noch nicht ganz wieder im tauglich. Warte mal. Das war ja hier. Warte mal. Minimap. Ah. Minimap. Gut. Also wie gesagt, sie sehen echt aus wie Zahnräder. Wie halbe Zahnräder. Ganz merkwürdige Zahnräder. Aber wie gesagt, ich bin da echt. Ich bin da so ein Honk. Es ist nicht meine Welt. Ich bin immer noch so ein bisschen am Verzweifeln. Aber ich will unbedingt Steampunk bauen. Also es wird irgendwann wird's kommen. Jetzt muss ich erstmal eine Treppe hochrennen, damit ich wieder in mein Bett komme. Oder ich stelle mein anderes Bett demnächst unten auf, weil ich brauche unten. In die Wege sind was. So, also schön, dass. Echt jetzt. Ich komme oben an mein Bett an und dann ist Dach. Klar doch. So, okay. Gut, also wie gesagt, an diesem komischen Zahnrad kann ich jetzt nichts ändern. Hallo Alaska. Ich hoffe, ihr seid alle wieder gesund und munter von dem Eier-Event zurückgekehrt. Ich hoffe es doch, dass ihr fitter seid wie ich. Gut, okay, lassen wir die Zahnräder sein. Das, was ich jetzt machen will, ich werde jetzt einfach beigehen. Mich mit Blöcken ausstatten. Zahnräder vergessen. Denke gar nicht mehr an Zahnrädern. Ich will gar nichts mehr von Zahnrädern wissen jetzt erstmal. Die muss ich doch speziell nochmal üben. Das geht gar nicht. So, ich werde jetzt gucken. Und zwar möchte ich erstmal nur Backstein. Backstein. So. Okay. Eine Werkbank habe ich mit. Und dann werde ich mir jetzt mal oben alles vorknöpfen und das jetzt endlich mal austauschen, weil das gefällt mir. Wie gesagt, es hat, es ist ja alles. Ihr versteht schon. Also das ist ja okay noch. Ja, das kann man verkleiden, das ist schlimm. Aber ich werde jetzt definitiv hier oben beigehen. Aufpassen, dass ich nicht hier wieder runterfalle. Da bin ich auch immer Spezialist von. So, und ich habe mir jetzt überlegt, das ist ja das Ding, was hier über dem anderen Ding gibt, hier mit Ketten. Erinnert ihr euch? Hier unten. Ah. Gedöns. So. Und das werde ich jetzt definitiv abreißen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das heißt, ich werde jetzt die sämtliche gelbe Keramik hier rausrupfen, samt dem Holz. Oh. Alles rausrupfen. Okay. Da kann ich. Tschüss. So, alles rausrupfen. Und dann werde ich hier nämlich was ganz anderes. Es gefällt mir nicht, weil das ist erstens mal so pillepalle klein. Es passt nicht vom Stil. Und wenn ihr versteht. Also wie. Das werde ich jetzt weit hier ernichten. Das Dach kann da erstmal. Oh, deswegen. Das Ganze hier einfach abreißen. Es ist ja das Schöne bei Minecraft. Man kann ja immer wieder abreißen, aufbauen. Wenn ihr versteht. So. Der Propeller hat nämlich da eh nichts mit zu tun. Also. So. Halt. Nicht doch. Oh, also wirklich. Es gibt Tage, die gibt's gar nicht. Kennt ihr das? So. Okay, dann müssen wir den auch noch wegnehmen, sonst komme ich da nicht rein. Einmal. Bitte? Hallo, ich möchte hier runter. Darf ich hier runter? Danke. So. Okay. Und meine Maus geht auch schon wieder nicht. Hallöchen. Okay, den Block habe ich gar nicht aufgehoben. Eindruck. Nö, der schwebt da oben. Warum sollte ich den auch im Inventar haben? Ah,
Okay. Langsam. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir gehen erstmal. So, platzieren dann diesen kleinen Block hier wieder. Den Mangroven noch versehentlich abgraben. Eigentlich gar nicht weg. So, der kommt da wieder hin. Dann soll ich stehen. Sneak mich hier wieder raus. So, und dann kommt wieder die Decke da rein. So, weil das bleibt hier. Aber der Riss kommt. Der ist so hässlich. Das ist eines Bubus nicht wert, dass ich das hier so gebaut habe. Das ist eine Schande für Bubu. So, okay. Wie gesagt, Mimi hat die Vorlage gegeben und jetzt muss ich eben natürlich nachkommen. Und jetzt sage ich, jetzt kleckern wir nicht mehr, jetzt klotzen wir hier so. Bei Materialien und so habe ich genug und notfalls holen wir uns welche nach, alles gut. Jetzt ist der Ehrgeiz geweckt. Weg mit Mist hier. Hey, das hier weg, weg. Weil wie gesagt, die Brücke zum Beispiel, die finde ich richtig super genial. So, dann werden wir das hier auch wegholen. Das ist ja dieser komische Balkon, den ich hier hatte. Der mir auch nicht gefällt. Boah, weg damit. Das in die Tiefe fallen lassen. Wir kauen immer noch auf. Weil ich mir nämlich gedacht habe, folgendes. Man kann ja im Grunde genommen Dinge auch bauen, indem man im Grunde genommen später den Felsen drunter bastelt. Und am Anfang habe ich mir überlegt, okay, jetzt habe ich hier. So, wartet mal, ich muss mal meinen Rucksack nehmen. Hol mal das Rüst hier weg. Und dann packe ich hier das da weg, da weg, das da. Das brauche ich auch nicht, das brauche ich nicht. Brauche ich das Boot. So, okay. Gut. Werkbank, aber Werkbank. Okay, das heißt, das haben wir schon mal alles weg. Hier müssen wir den nochmal reinsetzen. Da weiß ich noch. Ich glaube, das werde ich auch noch wegnehmen. Mir ist das einfach alles zu klein, zu frisselig, zu frisselig. Ihr versteht, was ich meine. Das ist, da kann ich ja nichts anwursteln, solche zum Beispiel. Stufen ausprobieren. Im Grunde den Dach abnehmen, höher setzen oder lässt doch das ist geringer. Was? Redet ihr mit mir gerade? Ach, SK ist auch so. SK reißt auch gerade wieder alles nieder. Aber manchmal muss man den Mut haben, das zu tun. Es kann nur besser werden. Schlimmer geht's nicht. Schlimm war schon. Schlimm haben wir schon gebaut. Ah. Bin jetzt einfach frei und reiß hier. Ah. Weil das Treppenhaus, wie gesagt, das können wir so lassen. Das ist nicht weiter schlimm. Das können wir nämlich gut gebrauchen. Aber mir sind diese kleinen Spitzelgebäude hier einfach zu genial gemacht. Okay, wieder hoch. Alles gut. Wir haben ja Federfallschuhe. Alles gut. Kann nichts passieren. Ich kann nicht Fallschaden zumindest schon mal kriegen wollen. Daran gleich zugrunde gehen. Das ist alles gut. Da haben hat mein Team vorgesorgt hier. Geh immer um mich herum. Was für eine Kupferfrische. So, wie gesagt, wir müssen ja mithalten können. So, und mithalten tue ich nicht, indem ich so eine kleine Mini-Fitzel-Dinger mache. Ja, alles gut. Alles gut, Wosimo. Indem man so kleine Fitzelbauten hier setzt, sondern indem man richtig... So, und mir erschien dieser Propeller, den wir da haben, sowieso schon ein bisschen
suspekt und groß, wenn ihr wisst, was ich meine. Der passt so zu dem Rest hier. So. Okay, alles einsammeln. Jetzt holzen wir einfach alles hier wieder. Ich würde sagen, wir gehen da drüber. Und da auf besser ab. So, das heißt, ich sammle jetzt alles nochmal ein. Aus ab. Was für ein Alfrisch. Oh ja, es regnet Schleifsteine, Kupfer und alles Mögliche und roten Beton. Das ist halt, wenn man so eine super Axt hat. Schrecklich. Da baut man immer viel zu schnell ab. So. Aber auf der anderen Seite ganz praktisch. So, okay. Nieder mit dem Ganzen. Nieder. Da. Reißt es ab. Hütte weg. So. Okay. Hütte weg. Das weg. Das weg. Welchen Port muss ich nehmen, um zu Bube zu kommen? Wenn du am On bist, kannst du den Imi-Anischen um. Da. Die jetzt so, hä? Was? Ach, du bist schon bei Mr. Porter. Osten. 9000. Okay. Dann hoch. Dann. Dann. Da ist. Denn du. Da. Okay. Mädchen. Immer da mal schlafen. Okay, jetzt haben wir schon für ihr fast alles wieder gerissen, was zu heißen gibt. Nur noch das restliche Holz hier wegmachen. Denn natürlich unten erstmal alles auf, was wir jetzt hier runter haben fallen lassen und mal den das Zeug wegbringen, was ich jetzt hier nicht brauche. So. Mal aufpassen, dass ich versehentlich meine Windmühle. Es wird. Ja, dran. So, wir reißen die Hütte nieder. Bisschen. Hey. Hopp. Okay, das sieht das schon mal gut. Ja, so, okay. Das heißt, die restlichen Blöcke hier weg, dann gehen wir nach unten, sammeln alles ein, was jetzt runtergefallen ist. Ihr seht, es wird hier mehr oder weniger. So, der ist noch weg. Den noch. Tschüss. Okay. Gut, das haben wir schon mal. Also ihr seht, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Wir können hier runter und wir können hier runter. So, ich falle jetzt mal mehr oder weniger die Treppen runter hier. Da 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 da. Nein. Obwohl hier ist bestimmt auch noch was. Genau. Blöcken, da geht ja auch noch eine Treppe hoch. Okay, hier ist nichts hingefallen. Ist was? Ja, da war ein Holzblock. Seht da. Muss hier ist auch ein Holzblock. Okay, kommen wir hier mal hin. Hier noch irgendwas hingefallen. Hä? Da oben. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Da oben. Nicht. Oben. Wie komme ich da oben hin? Ach, okay, das meiste ist alles oben. Ach, dann sammeln wir das hier auf.
Steifstein. Da ist noch ein Zaun. So, hier noch irgendwas. Irgendwas. Seht ihr noch was? Hopp. Hier ist auch nichts mehr. Ey, der Honigtank hier. Okay, also das meiste scheint hier aufs Dach gefallen zu sein. Hä? Ich wusste gar nicht, dass Bubo in meiner entfernten Nachbarschaft wohnt. Doch, tu ich. Tu ich. So, jetzt muss ich hier mal kurz gucken, ob hier irgendwas drin gefallen ist. Da kann nichts reinfallen, aber ich denke mir hier unten wird. Dach hier, nö. Dass ich nachher wieder unten bin und dann muss ich wieder nach oben klettern, weil ich das dann nicht finde. So, okay. Gut, dann schauen wir hier draußen nochmal und nachdem wir dann alles zusammengesammelt haben, ich hoffe nichts verloren haben. Hier kann auch nichts reinfallen, das ist ja überdacht. So. Hallo von hier ist immer noch. Okay, dann schmeißen wir jetzt die ganze Keramik hier wieder rein. So. Butter. Das heißt, ich nehme nachher nun wirklich nur Kupfer und Backstein. So, dann haben wir hier... Sicher? Benötigt da. Jo, alles. Hey. So, okay. Dann... Schmeiß ich mal die Erde hier rein. Dann haben wir noch die 100 Milliarden Dinger hier. Okay, die muss ich in die Nachbarkiste. Da rein. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Ich bin jetzt am Überlegen. Also wie gesagt, ich habe ja oben jetzt die Bude da mal abgerissen. Hallo KI und hallo Stine und das waren schon wieder alle. Wieso ist denn hier noch die alte Voice mal drauf? Ja, weil, wie gesagt, das erst alles nach dem Umzug kommt. Liebe Stine. Also ich wollte den unseren Simply jetzt nicht damit behelligen, weil dann kommt der, kommen die beiden, also Kirito und er sich dann dauernd ins Gehege. Das heißt, wir lassen das jetzt erstmal. Das Einzige, was wir momentan updaten, ist, sollte noch ein Update für die Bedrock kommen. Also wie gesagt, nach dem Umzug ist alles im grünen Bereich. Dann haben wir alle die Einstellung, wie wir so im Momentum dann auch haben. Da fahren wir ja alle ganz gut mit. So, warte mal, ich wollte gerade den Rest noch weg. Warte mal, das möchte ich nicht erst. Dann möchte ich die Beine hier loswerden. Oh. Grundstein und dann habe ich ja irgendwie noch 55 gelbe Keramik und irgendwas aus... Mangrove noch. Mangrove habe ich noch eine hier und dann noch Geld hier. Okay. So, jetzt habe ich Tatsache nur noch das Zeug. Dann habe ich die Betten. Bin ich so schnell heute um wegsortieren. Und habe noch was aus. So. Okay. Was ich jetzt machen will, komm mal mit. Ich habe jetzt mal alles, was oben dran klebte. Das sieht man natürlich. Also, du weißt doch, dass da oben auch zwei Häuser waren. Die habe ich jetzt kurzerhand wegrasiert. Weil die waren so klein und fritzelig. Die passen ja einfach. Mach mal hier. So, stellen wir uns mal hier hin. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, diese Farbkombi, die wir jetzt drin haben in dem Haus und in der Brücke... das ist so die Farbkombi, die mir vorschwebt. Und ich habe jetzt mal oben alles weggerissen. Ich habe jetzt quasi nur die Böden da gelassen. Weil dieser Windmühlenpropeller, der ist ja so riesig, dass der ja im Grunde genommen die Häuser da oben total, die kleine Schlupfis oder so, weißt du, so eher Fenster aussehen ließ. Jetzt habe ich das da oben mal alles abgerissen und habe jetzt vor, das eigentlich alles viel größer noch zu bauen. Viel, viel größer. Viel, viel größer noch. So, warte mal, ich muss mal hier hin. Ich meine, das glaube ich besser sehen. Also ich habe jetzt das Gestänge da von dem Ding gelassen und habe mir überlegt, dass ich jetzt quasi
an dieses Ding, wo die Maschine quasi für den Propeller drin ist, das hinten dran viel größer mache. Das heißt, ich werde quasi von der Ebene, wie soll man das erklären, wenn man da nicht steht? Warte mal. Pralot. Okay, von der Ebene da, also von der glatten, die genau gegenüber ist, quasi ja. Ein Riesending nach oben bauen. Weißt du? Zubauen. Ja. Und dass dieses Ding, was ich hier gebaut habe, mit diesen Hängervorrichtungen, mit dem Propeller dran, quasi als Zusatzteil ist. Das heißt, ich ziehe das, ich mache quasi das komische Gehänge entweder weg oder ich baue den passenden Turm drunter oder wie auch immer. Alles die, ne, vom Himmel gefallen. Die, ne, Disco. Die, ne, warte mal. Ja, ich denke mal, genau. Wir machen das so. Discord ist. Da, ich hol mal Stine rein. Ich muss mal gucken. Ist? Einfach irgendwo reinhüpfen, Stine. Kennst du ja schon. Ja, ja. Ich muss gucken. Oder einfach. Da ist er. Okay, warte. Ey. Hui! Hallo! Moin. Na, hallo. Wieder fit von gestern. Ja, klar, ja klar. Oh Mann, ich war so fertig. Ich habe heute so einen Anfall gekriegt, dass ich gleich ein Haus abgerissen habe. Was ist denn das für eine komische Apparatur? Ja, die ist ja noch viel komischer. Du weißt doch, drüben hat ja die Mimi eine Vorlage geliefert mit ihrem Steampunk. Und jetzt habe ich gesagt, so, ich habe mal die Häuser, die da eigentlich reingehören, abgerissen, weil die viel zu klein sind, mit dem riesen Propeller da dran. Und jetzt will ich das ganz anders machen. Viel bombastischer, viel größer, viel riesiger und ja, hast da nichts okay. mehr. Das heißt, die Dächer werden auch, das Schwarze kommt weg, da kommt überall Kupfer rauf und weißt du? Mhm. Ich muss ja jetzt kontern. Sie hat mich ja dazu gedrängt jetzt. Weil die hatten Roboter auf. Die haben den Roboter letztens gar nicht gesehen, der an der Seite hängt. Da sitzt ein ganz großer Roboter oben. Ja, oben. Das habe ich gestern bei dir im Stream gesehen. Ja, ich war eben da. Ich habe da mal ein paar Screenshots von gemacht. Den will ich eventuell. Ja, den habe ich auch überlegt. Den werden wir in allen möglichen Variationen hier immer wieder auftauchen lassen. Ich finde den so niedlich. Den ist so süß, ja. Ist so süß. In ja. groß, in klein, in auch immer. Ja, genau. Und ja. ansonsten, cool. Ich könnte dir ein Bett anbieten. Möchte. Ja, du kannst, gerne. Du kannst auch Feldbett nehmen, aber ich glaube, das ist Wusibu. Ab in die Betten. Es ist normal hier. Seid ihr des Wahnsinns? Ja, ja, nett, ne? Ich habe wirklich nette Mitspieler hier in meiner Base. Das ist echt toll. Muss ich hier die Treppe hoch? Ja, ja. Und wo lande ich gleich? Aber nicht ganz oben, nein. Runter. Komm her. Put. Put. Hä? Oh. Das ist zum Verlauf. Hallo. Hallo, bleib stehen. Hallo, nicht weglaufen. Bin hinter dir. Hier lang. So. Hier ist mein Schlafzimmer. Guck mal, zwei Mädchenbetten. Kannst du ja aussuchen, grün oder blau? Usimo schläft auf dem Boden, ist ein Junge. Oder auf dem Sofa. Genau, auf dem Sofa. So. Ich muss mal kurz mal stoppen, weil ich muss mal gucken, weil es sind ja mittlerweile doch einige erschienen und heute ist doch der erste und ich kann wieder 5 Mitgliedschaften verschenken. Ah, ich muss dafür aber meinen Stream aufmachen, wartet mal kurz. Das ist nämlich immer noch ein bisschen umständlich, YouTube hat das immer noch nicht gefixt. Es ist ein bisschen nervig, dass ich immer auf meinen eigenen Kanal gehen muss.
Kannst du eigentlich weil, jemanden melden, weiterleiten? Sind ja mittlerweile ja. doch einige erschienen. Das ging bei mir nämlich. Am Freitag war das, glaube ich, ging das nicht. Ja, die haben da irgendwie schon wieder rumgebastelt. Das kommt aber drauf an, wen. Bei das jemand anders, wer war das noch? Ein ziemlich großer. Janus, genau. Janus hat am Freitag ja auch gestreamt. Der konnte auch nicht weiterleiten. Auch nicht zu seinem eigenen Stream. Ah, okay. Ging auch nicht. Deswegen denken wir beide, dass es wahrscheinlich wieder dann YouTube ein Problem gehabt hat. So, also haltet euch fest. Ich hoffe, es sind noch alle da. Es sind noch alle da und ich kann es raushauen. Ich hoffe es, dass es die Richtigen trifft und nicht schon wieder mein Team. Ich starte die 5. Jetzt. Sehr schön. Da. Anna hat einen bekommen. Anna. Ah, KI, Big Mac Cat, Grinse Katz und Megal Calvin. Ihr habt alle eine Mitgliedschaft gewonnen. Anna, ignorieren wir mal. Ja, na. Anna, ignorieren wir mal. Aber das passiert halt. Also, es kommt auch gleich in meinem Tippi. Und wie gesagt, also wichtig ist immer, wenn ich Mitgliedschaften verschenke, ihr müsst das natürlich aktiviert haben, sonst geht's nicht. Ne? Also, dass man euch Mitgliedschaften schenken kann. So. Ja, wie gesagt, also diese Mitgliedschaft, liebe Neue, es hat ja 4 Neue getroffen. Ist auf Hanna, ich sage ja Hanna, ignorieren wir einfach. berechtigt euch hier im Grunde genommen auf den Community-Server zu kommen. Jetzt mache ich mal kurz euch den Discord da noch rein. Das ist nämlich ganz wichtig, wenn ihr den Gewinn einlösen wollt, dann müsstet ihr... Wartet mal, ich den kopiert. Dann müsstet ihr nämlich auf den Discord kommen. Witzig geradet werden. So, okay, da geht's los. Nochmal einen herzlichen Glückwunsch an die Hanna und an Magge, Megal, Kaufen, an KI. Hanna, das würden wir doch nie tun. Und es ist langsam. Big Mac Cat. Und Grinsekatz. So, und alle, wie gesagt, die jetzt eine Mitgliedschaft gewonnen haben, die können für einen Monat kostenlos auf den Server. Und ich habe euch mal den Discord reingelinkt, das ist nämlich jetzt ganz wichtig, dass ihr das auch wisst. Um das einzulösen, müsstet ihr in den Discord kommen, die Serverregeln akzeptieren. Ganz wichtig. Dann springt der Mitgliederbereich nämlich nur auf und ihr bekommt eure Rolle. Eure blaue Rolle. Vielleicht hau ich nachher noch mal welche raus. So, wie gesagt, das ist ganz wichtig. Also, wie gesagt, die Klötzchenregeln akzeptieren. Wenn die Klötzchenregeln akzeptiert worden sind, dann gibt es eine Rolle. Ihr erscheint also blau. In dem Moment, wenn ihr blau erscheint, Serverregeln akzeptieren. Nochmal ganz wichtig. Dann in der Serveranmeldung unbedingt euren Ingame-Namen eintragen mit einem B und mit einem oder mit einem J davor. Ob ihr Bedrock oder Java spielt. Ganz wichtig. Ja? So, und die IP steht dort auch. Das heißt, wie gesagt, in dem Moment, wenn euer Ingame-Namen einen grünen Haken hat, seid ihr gewitelistet. Loslegen. Jo. So, ich hoffe, ist alles klar. Vielleicht hau ich nachher nochmal welche. Hinaus. Marina, genau. Wie gesagt, Marina, glaube ich, du kannst beim Community-Server von Reason mitspielen, ja. Und Sasuke hat Geburtstag. Dann wünsche ich dir mal einen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Oh, Marina hat's getroffen. Gut gemacht, Stine. Genau, das wollte ich. Drauf. Herzlichen Glückwunsch, Marina. Ja, und wie Sasuke, wie gesagt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das heißt, wir singen jetzt, ne? Ja. Dann stellen wir uns mal hier sicher. Hin. Okay, also hier. 1, 2, 3. Happy Birthday to you.
Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Sasuke. Happy birthday to you. So. Yay, er lebe hoch. Oder es lebe hoch. Man weiß ja immer nicht, ob ein Mädchen oder Junge dahinter steckt. Ja, das stimmt. Ja, okay, ich hoffe, du freust dich. Wie gesagt, vielleicht, wenn es nachher noch voller werden sollte, haue ich vielleicht nochmal 5 raus. Aber dann zumindest soll das noch ein bisschen voller werden, damit es auch die richtigen trifft. Es bringt ja nichts, wenn immer einer aus meinem Team das abstaubt, der sowieso auf Community-Server ist. Aber das ist manchmal halt so. No? Das kann man ja nicht beeinflussen. Ich habe da keinen Einfluss. So, okay. Also das Einzige höchstens, dass mein Team mal in Zukunft das deaktiviert in meinem Stream. Dann trifft es auch mal andere. Das wäre die einzige Lösung, die wir machen können. So, okay. Also was ich jetzt vorhabe, wie gesagt, ist halt alles größer, bombastischer. Ja, und ich habe ein Zahnradproblem. Ich zeig dir mal meine komischen Zahnräder. Ich weiß nicht, ich glaube, das muss ich echt also, nochmal überarbeiten. Ich habe keine Räder an meinen Zähnen. Nee, ich auch nicht, vielleicht aber deswegen kann ich die ja so schlecht bauen. Guck dir mal das Dilemma da an. Was machst du? Hast du Wasserfall? Ja, ich bin auch durch den Sumpf hergekommen. Ja. Meine Schuhe, die waren ganz schmutzelig. Na, siehst du, jetzt bist du wieder sauber. Guck mal, diese komischen Zahnräder. Irgendwas ist doch da immer ein Weg gebaut. Ja, das ist irgendwie... Ja, ignorier's einfach. Ich weiß auch nicht. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht reiße ich die Dinger auch nochmal komplett ab. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Das ist, wie gesagt, was ich immer sage, es ist ein Unterschied, ob man etwas im Survival-Boot oder im Kreativ ist. Oh. Also ja. Ich kann zwar mit F4 hier immer den Abstand nehmen, dadurch, dass das hier aber so ein kleiner Raum ist, kann ich das halt nicht. So, nee, und da kommt der Gewinner rein von Stina, wie gesagt. Vielen lieben Dank nochmal an Stina. Wie findest du die neue Potato-Dimension und die Items? Ich habe mich schon herrlich weggelacht. Allerdings muss ich gestehen, ich habe nur das Video gesehen bei Scar und bei anderen befreundeten YouTubern, die das im englischsprachigen Raum schon gebracht haben. Und ich hatte auch schon, ja, schlaf schön, Matze. Und wie gesagt, ich finde es mega. Also ich würde mir ja wünschen, wie gesagt, dass diese Potato Map die Dimension natürlich ein echter Teil von von Minecraft wäre. Allerdings bezweifle ich das, weil wenn ihr mal den Launcher angeguckt habt, kommt mir das doch ziemlich cool, also unkoscher vor. Ich vermute mal, dass es ein richtig fetter Abrissscherz von Minecraft, von wie gesagt Minecraft ist. Aber ich würde mir die echt wünschen. Die ist so witzig. Und für eine Kartoffelversion. Mhm. Du kennst ja die giftige Kartoffel. Ja. Und alle, die über den normalen Launcher reingehen, die haben als Ladebildschirm zum Beispiel eine giftige Kartoffel. Die Schrift ist ganz komisch und es gibt Tatsache, wenn man über den Hauptlauncher reingeht, ein Snapshot. Und zwar geht es genau um die giftige Kartoffel. Das heißt, du kannst einen Megaboss, also eine giftige Kartoffel als Megaboss spawnen lassen. Du bist in einer giftigen Kartoffelwelt unterwegs und das macht Geräusche wie im Nether. Und dann sind kleine Kartoffelbienen unterwegs und alles. Also es ist wirklich allerliebst auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite, wie gesagt, auch relativ gruselig. Okay, habe noch gar nichts von gesehen, gehört, gelesen. Ja, also wie gesagt, das ist die letzte Snapshot. Meine Vermutung ist aber, wie gesagt, die haben ja das so verkauft, die würden es angeblich in der 1.21 einfügen. Ich sag mal so, das ist ein Abrissscherz. Aber die Dimension ist so nice. Wäre nice, wenn man das Wandel erstellen kann. Ja, das stimmt. Das stimmt. Wenn man das noch einfügen könnte. Also, sagen wir mal, hier noch so eine Unterwelt dran machen würde, wo man so eine giftige Potato-Welt hätte. Das wäre richtig cool. Hallo Cars Gamer. Na, alles gut bei dir? Auf jeden Fall, das wäre richtig nice.
So, gut, jetzt zurück zu meinem Plan. Also, dadurch, dass die Mimikry da drüben ja so einen riesen Dings da vorgelegt hat, habe ich jetzt vor, auch zu kontern. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich auf der richtigen Ebene lande. Dass ich da beginnen kann. So, das heißt, im Grunde müsste ich... Und dass ich so plötzlich weg bin. Ich hab da was angeklickt und bin dann wieder am Spawn. Ah, dann hast du mein Steampunk-Füchschen angeklickt. Tina, dann musst du den Frosch anklicken. Dann bist du wieder da. So, jetzt muss ich mal gucken. Jetzt sind wir hier. So, jetzt sind wir hier gleich. Und dann bin ich direkt bei dir. Dann muss ich nicht durch den Sumpf und kriegst schmutzige Füße. Genau. Wenn du den Frosch da bei Mimi anklickst, schon wieder Nacht. Und ja, genau, Laila. Laira. CastGamer LP ist Laira, genau. Wie gesagt, es sind ja gestern die Bewerbungen ausgelaufen und es sind also, soweit ich gesehen habe, keine neuen dazugekommen. Und wer es denn nun geworden ist, wie gesagt, werden wir bekannt geben. Also wie gesagt, ich müsste mit zweien noch reden, mit zweien habe ich schon geredet. Und Dina? Ja? Wir werden wahrscheinlich nicht nur drei dazu bekommen zum Momentum, sondern vier. Was hältst du davon? Ja, klar, warum nicht? Ja, soll ich bekannt geben, wer? Steht das denn schon fest, dass die dann dazukommen? Stine, soll ich dir was verraten? Na, was denn? Es gab insgesamt 5 Bewerbungen. Davon war einer aber ein nicht 18-Jähriger, der nicht mal es geschafft hat, seine eigenen Bauwerke reinzuposten. Also somit ist er aus dem Rennen. Bleiben noch 4. Ja. So, soll ich dir sagen, welche 4? Du meinst die 4 Bewerber? Ja. Willst du es wissen? Also, Busimo, unser okay. Kai, also Worldmaker, CastGamer, aka Laira, Laira kennst du ja, cool. Auch noch, und die Moni von Nonstop. Ja, mega. So, und ich sag jetzt mal ganz frech... Dann wünsche ich den 4 mal ganz viel Glück. Ich sage jetzt mal ganz frech, da ich weiß, dass mein Hardcore-Team, mein Ur-Team, kein Problem damit hat, weil die wissen, ich so sehr genau aus, wer neu reinkommt, würde ich jetzt einfach mal ganz frech bekannt geben, wer die Gewinner sind. Ist ja auch so schwer, bei 4 Bewerbern 4 Leute zu nehmen. Du musst noch mit welchen reden. Ja, eigentlich brauche ich es nicht. Also ich denke mal, die Laira, die ist lange genug dabei, um zu wissen, was sie erwartet und kennt Momentum zumindest. Ne? Die weiß also immer Wochenende und hat damit keine Probleme. Wie gesagt, die Moni, die hat sich sehr lange durch den Kopf gehen lassen, das weiß ich von Nonstop, die hat sich ja ganz zum Schluss beworben und hat sich das ganz doll durch den Kopf gehen lassen. Da müssen wir nur intern ein bisschen reden, weil, wie gesagt, wichtig ist halt, ich sag mal so, dass man dann keine Zweierwirtschaft macht. Wir sind ja ein Team, darum geht's. Aber ich denke mal, das kriegt die Moni in den Griff. Und ansonsten würde ich mal sagen, wir lösen das Ganze auf. Und von 4 Bewerbern habe ich ja gesagt, nehmen wir 4. No? Ehe wir dann im Grunde genommen ja sehr wahrscheinlich schon zum Wochenende reinnehmen, weil wir sind ja im Kreativ, das heißt, die können sich ja auch beweisen. No? Es ist eigentlich eine ganz gute Zeit, die da reinzuholen. Also würde ich mal sagen, herzlichen Glückwunsch und willkommen, Busimo, beim Momento. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Welcome. Und lieber Kai. Dankeschön. Im Momento. Herzlichen Glückwunsch, liebe CastGamer LP aka Laira. Du bist nämlich gerade da, deswegen löse ich das jetzt auf. Ich weiß, dass unter der Woche das immer ganz schwierig ist, dich zu erreichen. Aber am Wochenende Zeit hast. Und Moni werde ich es auch noch mitteilen. Also wie gesagt, ihr 4 werde ich jetzt unter der Woche versuchen, irgendwie zu integrieren. Wir schaffen das irgendwie. Ich werde euch nachher auf jeden Fall nochmal anschreiben, alle. Weil wir müssen euch ja dann auch noch in den Discord holen und so. Und wie gesagt, ich hatte das auch schon mit Padma besprochen und mit ein paar anderen. So Bedenken und Nicht-Bedenken. Und ich denke mal, das klappt. Stina? Ja? Ist dir dann klar, dass wir 3 Schweizer im Team haben? Wo
Wusimo ist auch einer. Habe ich da ein Problem mit? Nö. Aber Wusimo kann sich dann mutig zwischen Gucci und Nonstop werfen, wenn die es wieder übertreiben. Und in seinem Dialekt die dann voll babbeln, dann verstehen die nämlich nichts mehr. So. Die kommen nämlich aus drei vollkommen unterschiedlichen Regionen, wie wir festgestellt haben. Das wird sehr lustig werden. Also könnt ihr euch schon drauf freuen mit den Dialekten. Oh Mann. Das wird mega lustig. Auf jeden Fall, wie gesagt, habe ich das jetzt einfach mal frech bekannt gegeben, weil, wie gesagt, es waren Tatsache nur vier gültige Bewerbungen. Es kam sonst keiner mehr, weil wir natürlich auch erwartet haben, dass ihr euch das natürlich genau überlegt und euch klar sein muss, wie gesagt, was euch da erwartet. Und das sind Leute, die teilweise das auch regelmäßig geguckt haben, die also genau wissen, was da auf sie zukommt und die am Wochenende dann auch Zeit haben. Das ist ja eine der Bedingungen, wie gesagt, die ich gestellt habe, dass man halt natürlich dann auch zumindest zweimal im Monat im Stream anwesend sein muss. Und für mein Team ist es dann so, dass das halt dann auch ein bisschen entlastet. Ne? Bubu? Ja? Du hast hier ein Räuberlager. Ja, die sind zwei Räuber, die haben einen Villager entführt. Ja, ja, ich weiß. Die haben hier eingesperrt. Die sind im Boot drin, hast du auch gesehen? Habe ich auch gesehen, ja, ja, klar. Ja, ja, die hat Rio schon eingesperrt, damit die keinen Unsinn machen. Wollt ihr mit denen irgendwas anstellen? Jo. Okay. Die kommen hier ganz tief in das System. Die Lootkiste, die hier Die Lootkiste, die hier steht. Die kannst du dir mitnehmen. Kannst du, wenn da was drin ist, was du brauchst, nimmst du mit. Ich habe so viel Krempel, ich ersticke da. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier irgendwie heil runterkomme. Okay, ich bin jetzt mutig und nehme jetzt Anlauf und oh Gott. Welche Stelle? Ich glaube die. Warte mal, geh mal. Ich springe vor und dann. Jaha! Aua. Na gut, fast. Ich hab's fast geschafft. Okay. Warte mal, ich muss hier mal den Boden unter den Füßen wegbuddeln, damit ich da hochkomme. Ja, ich bin nämlich dahin. Okay. Gott, ich habe nämlich jetzt vor, das hier alles so mit einem Riesengebäude zuzumachen. Ein Riesending, wo dann dieses Ding integriert ist. Also dieser Propeller-Gedöns da. Also jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier so halbwegs die Kante kriege. So, hier ist die Kante. Da ist die. Es heißt. So. Wir machen das jetzt einfach mal so ganz pragmatisch. Aber du hast aber keinen Teleport zur Tiki-Bar, oder? Ich hier? Nein. Zu meiner Tiki-Bar. Schade. Zur Tiki-Bar hier vom Server. Nee, leider nicht. Also du kannst höchstens, wie gesagt, musst du quasi zur Kirche zurück, also über meinen Steampunk-Fuchs und dann über den Bahnhof halt, ne? Okay. Tut mir leid. Ich bin ganz weit weg davon. Oder? Du kannst aber auch durch den Sumpf wieder zurücklaufen und da den Porter benutzen. Oder ich gehe über die Map. Ja. Oh, nee, oder das so. Ist so weit. Das ist, warte mal, wo bin ich denn? Ah. Machen wir das hier einfach mal. 5700 Blöcke. Oh ja, Gott. Ja. Oh, je. Wieso bist du so weit? Warum so weit weg? Weil hier eine schöne Steampunk-Gegend ist mit ganz verrückten Felsen, deswegen. Hab mit Rio die halbe Map abgesucht. Wie kann ich beitreten? Also, Night Gamma. Bei uns geht das so, das ist ein Mitgliederserver für alle, die unseren Kanal hier unterstützen. In der Mitgliedsstufe 2. Ja. Und die können hier halt auf dem Server. Oder du wartest, dass heute noch mehr Leute in den Stream kommen und ich eventuell noch mal 5 Mitgliedschaften rauswerfe, weil es ist Anfang des Monats. Und ja, vielleicht gefällt sie dann so gut, dass du dann bleiben magst. So, okay. Okay.
Gut, also die Situation ist jetzt folgende. Ich bin hier etwas tief geraten. So, das heißt, normalerweise müsste ich ab hier das dann machen. Immer ich. Immer eine Linie hier rüber. Ich muss jetzt erstmal wieder vormalen, das kennt ihr ja. So, wir malen mal vor. So, okay. Das ist vorgemalt. Das heißt, ja, das mich erstmal wieder weg. So, und jetzt falle ich runter und alles fällt runter und überhaupt fällt alles. Jetzt nicht so hart, ich habe 12 Stunden Stream hinter mir. Alles normal. Oh mein. Okay. So. Darf jetzt aber nicht nochmal passieren. Das ist peinlich. So, das heißt, hier kommt dann so eine Art Brücke oder Bogen rein oder so. Da habe ich mir noch Zeug rund. Ist klar. Okay. So, jetzt muss ich das mal wieder hier irgendwie nach oben wackeln. Wir kriegen das hin. Ich bin auf dem Weg. Ich bin on the run. So. Busibu steht rum, fragt sich, was tut sie. Okay. Ich hab schon irgendeine Ahnung. Du hast eine Ahnung, okay. Gut. Das ist ja gut, dann hast du mehr Ahnung wie ich gerade. Nein, also wie gesagt, ich will sozusagen alles, was über dem Balken jetzt ist, bis oben hin hochziehen, wenn du verstehst. Und dann müssen wir natürlich hier auch noch einen Boden reinziehen, ne, irgendwie. Also hier auf, warte mal, um die Ecke. So, das heißt, hier geht es sozusagen weiter. Das heißt, da gehört dann Boden noch rein. Und jetzt müssen wir mal gucken, wohin ich das machen muss. Warte mal, ich will hier einen Bogen hinziehen. Ich hasse es. Warte mal. Ich hab ja genügend Blöcke mit so. Mal wieder an- und abbauen, aber das kriegt. So, und dann will ich hier. Also das hier quasi wie so eine Brücke, Bogen oder was auch immer. Weißt du, entsteht dann. Es kann doch nicht sein, dass ich diese Blöcke da nicht rein. So. Dass ich da besser rankomme. Ich. So. Na gut, nach unten. Es ist schon. Es ist nicht recht. Komm! Nein, nicht dahin! Ich will mal so vor mich hochzubauen. Mann, ich weiß, ich hab Gerüste. Es geht. Mann, ich will heute nicht. Was denn da? Ja, ich mach wieder Mist hier. Wo Mann, war ich will nicht dahin bauen, ich will hier hoch. Oh. Ich schmeiß gerade wieder mit Blöcken um mich. So, okay. Okay. So, okay, okay, okay. Machen wir die Blöcke mal da in die Richtung. So. Und ziehen die Linie. Das ist quasi dieser Bogen, der da entsteht. Ich denke mal, Wusimu versteht es. Nur, dass ich großartig das erklären muss. Das heißt, hier geht's dann runter. Bis auf eine bestimmte Ebene, die ich mir noch nicht so sicher bin. Ich denke mal, wir werden auf der Ebene dann bleiben. Mach das mal. So, das heißt, der Boden würde dann auf der Ebene sein. Das jetzt weiter rund. So, okay. Das heißt, ich mach die jetzt. Ist denn das zu fassen? Hab ich denn heute. Meine Maus, die hat, glaube ich, gestern sehr gelitten. Ich glaube, der geht's. Der geht's gar nicht gut. So,
So sitze ich jetzt schon wieder. Mein. Kennt ihr solche Tage, wo ihr ständig immer und immer wieder runterfällt? So, ich mache jetzt zu oft. Ding hier. Mein Gang vor. So, okay. Also auf diese Ebene hier. Dankeschön. Auf diese Ebene hier müsst ihr dann quasi das diese nächste Wand ziehen. Hier sind zu viele Löcher in dieser Map. So, okay. Auf diese Ebene möchte ich quasi die Wand ziehen. So, wo ist hier? So, erste Wand. Ab. So. Das war hinterher dann wieder aufreißen, ist ja eine andere Geschichte. Jetzt geht es ja erstmal nur um den Boden. So, ich habe bestimmt wieder irgendeinen dämlichen Denkfehler. So, jetzt machen wir uns hier erstmal eine Tür durch, sonst gehen wir da und um Kreislauf. So, okay. Das heißt. Ab. So. Ach, ich will ja hier einen Bogen reinziehen. Obwohl, so ein kleiner Bogen würde gehen. Warte mal. Das hier. Mal gucken, was da anders. Warte mal. Nee, das. Ich sag doch, ich hab einen Denkfehler. Sag doch mal was. ich darf doch nur oben drüber bauen, nicht hier. Das muss ich ja alles wieder wegreißen. Das war der Denkfehler, den ich meinte. Da ist doch schon wieder ein Denkfehler drin. Ich will doch oben hin zumachen und hier will ich da eine Brücke, also so brückenähnliches Ding machen. Weißt du, so bogenmäßig. So, das, was du mal machen kannst, ist, wenn du das schaffst, kannst du mal Fichtenholz nehmen und oben zwischen die beiden Streifen von dem Backstein einfach jetzt einen Weg reinziehen. Also mit ja, du kannst Slabs nehmen. Dann verschwinden wir nicht so viel. Da einfach mal so ein Zimmer. Also, dass so eine Verbindung ist, dass wir da oben laufen können und das zumachen können. So. Ab. So muss das. Dann muss ich die eine Seite da auch wieder. So, das heißt, hier geht quasi dann so ein Weg rüber. Hoffe, dass er. Lauf ich krank. Dass er da. So, das hier mal weg. Und dann kommt hier oben quasi das Gebäude hin. Das ist nicht dein Ernst. Was? In meiner schönen Schlammziegelfabrik. Ist Hi. Gerade ein Slime gespawnt. So, jetzt muss ich mal gucken. Der will alles schmieren. Muss ich mal gucken, dass wir das bis. So, jetzt. Warte mal, genau. Da oben, genau. Dazwischen jetzt quasi die Planks setzen. Weil da machen wir einen Durchgang. Du kannst die Steine da auch, wo der Zaun und so, kannst du weghauen. Weißt du, dass so ein Durchgang okay. ist? So, ich guck nämlich jetzt mal, wo die nächste Ebene wäre. Mal hin. Weil ich will das diesen schwebenden Effekt ja weiterhin haben. Weiß ich jetzt. Ah, ich komme da einfach ran, ohne dass ich hier immer meine Gerüste. So, ich mach mir mal hier doch nochmal meinen Weg. Ah, dass ich da rankomme.
hierhin. Heißt das, nehme ich jetzt mal gucken, wo ich die Mauer denn hin. Bis auf die Ebene da oben, genau. Und war kurz auf Moin, diesmal hab ich. Ja, hi. Alles gut, alles gut. So, ich baue mich hier mal dezent lang. Das kann man alles wieder niederreißen. So, das heißt, ich bin dann auf dieser Ebene. Okay, dann müssen wir jetzt sehen, dass wir da irgendwo Wand rumziehen. Das so. Das heißt, hier kann ich runtergehen. Da kann ich Kamikaze an mir vorbei. So, ich mach das jetzt erstmal alles im Backstein, also alles was Mauer. So, jetzt erstmal runterziehen. So. Das muss dann im Grunde genommen bis nach unten. Das Ding weg. So, jetzt muss ich mal gucken. Ja. Dass dieser Motor da erhalten bleibt. Nee, das ist auch. Ich baue hier immer meine Bauwege. Ist auch unwahrscheinlich, weil ich denselben Stein nehme. So, okay, das heißt hier oben, dass. Genau, hier ist denn der Bogen. Das heißt. Kann ich die Wand kann ich. Ah, ich muss mal gucken. Also ich will dieses Ding da drin haben. Dann könnten wir jetzt hier an der Stelle. Ich muss mal hoch. Irgendwie. So, warte mal. Hier ist das Ding. Hier ist das Ding. Das heißt. Da könnten wir noch mal ein reinsetzen. Da rein. Okay. Dann könnte man hier im Grunde genommen beigehen und eine Wand runterziehen. Auch wieder bis nach. Dass dieses ganze Ding da irgendwie so ein bisschen. Ah, diese Nacht. Okay. Da ist der wie ich. Gleich vorbei. Hatsch. Au! Safra! Ich hab heute einen Fallschaden im Kopf. Oh. Hast du noch mehr Ziegelsteine? Oh. Bubu? Ja. Hast du noch mehr Ziegelsteine? Da kann ja, ich hab noch mehr fertigen. Hier. Hopp. Hopp. Danke. Bitteschön. So, das heißt hier runter. Weil das ist ja dieser Weg darüber. Dann machen wir vorne nur so ein Bogen. Brauchen den nicht an beiden Seiten, glaube ich. Arsch. Weil ich muss da kommen. Sehen kann von. So, wenn man das jetzt hier quasi
unterbaut, dann dürfte das ja nicht im Konflikt stehen mit der Anlage hier. Dann würde ich doch sagen, das war. Ja, das sieht man ja von da. Dass wir das auch durch die andere Seite. Vorne dieses. So. Bobo, kannst du mal was sagen? Ja, hallo? Okay, ich dachte, gehört, das wäre der. Ja, ich habe sogar mehrere Totem der Unsterblichkeit, lieber Herr Gamer. Und hallo, Derek. Guten Abend. So, okay. Nee, ich bin noch da. Ich bin zwischendurch heute mal ein bisschen schweigsam, weil du merkst, meine Stimme ist immer noch. Yes. Ja. Okay, dann kann man das da auch schon. Okay, dann machen wir hier so eine. Machen vorne nur. Wie gesagt, wo die Fenster nachher hinkommen, ist ja eine andere. So. Dachte, da kommen Torbrücke rein. So, ich muss mal hier hingehen. Ja, das sieht schon sehr merkwürdig aus, aber wie gesagt, das wird schon. Das wird schon. Ich ignoriere dich nicht, Herr Gamer. Ich habe gerade geantwortet. Ich habe sogar mehrere Totem der Unsterblichkeit, aber ich nutze die nicht. Ich krieg die immer, wie gesagt, von diesen Raids, aber wie gesagt, ich nutze. So, okay. Das heißt, hier oben werde ich dann sowas wie einen Bogen reinbasteln. Das mache ich aber nachher. Hier fehlt jetzt im Grunde genommen, warte mal, hier könnte man eigentlich auch weiter runter gehen und das da, Puma. Sofern ich hier mal auf diesen Block komme. So. Machen. Wie gesagt, das kann man ja später alles durchbrechen, weißt du? Und da lauter Etagen oder was. Erstmal so die Grundstruktur hier machen. Der hier. Können wir ja immer noch überlegen, wie die Türen oder was. Er hüpft irgendwie höher wie ich. Wie geht das? Okay. So, und ja, wie gesagt. So, dann haben wir ja hier. Jetzt bin ich am Überlegen. Warte mal, wir können das hier auch noch machen. Mach mal das, weil hier ist nämlich auch so ein schöner Gang. Den können wir dann später mit reinnehmen. Wir machen das mal ohne Felsen wegzumachen. Weißt du? Einfach nur zum. Ja, der Felsen finde ich noch toll. Schade zum Wegnehmen, finde ich. Komm mal so eine Wand da drin. So langsam kristallisiert sich's raus. Siehst du, was ich meine? So Stück für Stück. Und jetzt müssen wir oben hin und oben zumachen.
Und da habe ich überlegt, ob wir da ein Stück rausgehen, weißt du? Also das nicht gerade jetzt nach oben zu machen, sondern quasi, weiß ich, 2-3 Blöcke nach außen gehen. Da müssen wir aber dann andersrum. Kommen wir so nicht mehr hin. Oh. Einmal durchs Treppenhaus eiern. Und ein Disaster Raid. Dankeschön, lieber Disaster Boy. Vielen, vielen lieben Dank. Ich liebe übrigens deine zischende Tür. Die treibt mich jeden Tag aufs Neue in den Wahnsinn. Community Server bin. Ah, jetzt erstmal bis ganz noch. Hier bekommt man fast einen Drehhuch. Ja, aber wie gesagt, kleine Treppen, kleine Räume. So, ja. Okay, jetzt sind wir hier. Oh, hopp. Okay. Das heißt, wir haben jetzt hier im Grunde mit und das möchte ich jetzt eigentlich weiter nach draußen ziehen. Ah, warte mal, ich muss mal gucken, wie weit wir das hinkriegen, ohne dass das in die Windmühle geht. So, lass mich mal gucken. Die Windmühle ist ungefähr 2-3 Blöcke weg. Dann müssten wir den hier noch außen stehen lassen. Ich würde sagen, wir gehen 2 Blöcke nach außen. Okay, das heißt, ich nehme mal die hier weg jetzt kurz, ja. Sondern ich möchte das. Warte mal, ich muss mal meine Werkbank auf. Hin. Werkbank. Hin, bitte. So. Den brauche ich. Nein, nicht so rum. Also heute ist das echt meine Maus, die will nicht so dramatisch. Hallo. Ich hab doch gerade oben. Muss ich das hier ganz oben. Okay. Das geht. Und ein Hund spinnt. Der hat auch eine Macke. So, das heißt, wir machen jetzt hier quasi ein rein. Und dann machen volle Reihe. Ja, guck du mal von unten. So, ich habe jetzt aber keinen Backstein mehr. Wir sind backsteinlos. Oh Mann, nicht doch. Nicht ganz, ich hab noch. Hast du noch? Wir müssen sowieso welchen auf. Warte mal, ich mach mal Kamikaze fliegen. Wo können wir am besten hinfliegen? Ich fliege jetzt hier ein. Hab. Treppen runter. Abkürzung. So, okay, dann werden wir mal frischen Backstein brutzeln. Ich weiß, dass hier, glaube ich, hier noch welcher drin haben. Hier. Warte mal. Formbare Masse. Ja, hier ist noch ein bisschen drin. Ne? Ich muss gucken, dass wir auf jeden Fall noch Ton irgendwo. Da kommen wir nicht rum. So, ich werde mal ja kurz die Erde wegschmeißen. Uns noch ein bisschen. Hast du ein paar Tropfsteine da? Bruchsteine? Tropfsteine. Tropfsteine, ja. Die haben wir da, ja. Tropfsteine haben wir da. Und unten ist ja mein Lava-Ding. Ich muss mal unten gleich in den Keller gucken. Ob da, warte mal, unten im Keller könnte auch noch was sein. Mann, ich renne immer im Kreis hier. Das ist. Ah, ich muss Schilder an die Türen machen und. Okay, ich guck mal, weil hier ist ja auch immer Zeug noch drin. Hier ist Kupfer. Ich hatte nämlich auch anderes Zeug schon mal gebrannt hier. Das ist normales Keramik. Das kann ich nicht. Nein. Hier haben wir noch Backstein. Okay, da können wir dann nochmal ziehen. Also, können wir nochmal. Okay, gut. Ich habe ein paar volle. Wir können wieder loslegen. Ich glaube, die reichen jetzt. Das, was wir vorhaben. So. Und wenn du ein Boot machst, auf dem Boden rechtzeitig kein Fall schalten. Ja. Ja. Jetzt kann man mal. Ich hätte auch meinen Wassereimer nehmen können. Aber ich bin immer zu faul. Ich habe doch gute. ist schon wieder Nacht. So lange bin ich doch gar nicht im Haus rum. Und Alexa, gute Nacht, lieber Alexa.
So, okay, wir essen mal was. So, nehmen wir mal weiter. Also, ich habe jetzt vor, im Grunde genommen das hier mal so und dann machen wir noch mal so eine Reihe nach vorne. Das sieht man nämlich dann besser, als wenn man nur so eine Kante hat. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie viele Kanten könnten wir vorgehen. Warte mal. Wir haben hier eine Stufe, zwei Stufen, drei Stufen könnten wir vorgehen noch. Das ist sehr schön. So, okay, ich mach dann noch mal diesen hier. Mit Treppen, weißt du? Ach, Treppe, nicht Blöcke. So. Komm mal. Oder auch nicht. Ich weiß auch nicht. Also zwischendurch hat meine Maus echt eine Macke. Koordinieren hier. So. Okay. So, und dann machen wir wieder einen nach vorne. Weißt du, so kriegen wir diese Strukturen weiter nach vorne zu kommen. So, dann müssen wir das hier aber auch so machen. Warte mal. Muss hier auch einer hin. Okay. Und den müssen wir hier auch noch. Das heißt, hier kommen dann wieder zwei von normalen. So. Kannst du mir folgen, geistig, Wusimu? Ja, Gut. Also wenn du Treppenstufen brauchst, ich hab auch. Genau. Und dann nochmal eine so eine Treppenreihe, genau. Und das ist dann sozusagen hier die letzte Reihe. So. Hm. Warte mal, ich muss mal kurz den hier ranbringen. Den hier in die Ecke quetschen. Dann kommen hier die vollen Blöcke hin. Oh. So, dann ergibt es ein Ganzes, weißt du? Dann hier ja. Nochmal die Treppen quasi ran. Eine hier. Eine da. Und eine da. So, drüben schon so gemacht. Muss ich gucken gehen. Okay. Hast du hier? Also einen dran. Also einen dran. So, jetzt haben wir unser Dreierding. So, und jetzt können wir die vollen Blöcke nehmen und im Grunde genommen die jetzt quasi hochziehen. Ihn. Guck mal, dann integrieren wir nämlich das Gebäude hier. Siehst du das? Ja. Ah, dann mache ich da, nehme ich auch wieder so ein Ding rein. So. Damit wir jetzt hier die geraden Dinger darüber setzen können. So. Hier müssen wir dann wieder das genauso machen. Das heißt, es zieht sich dann auf der anderen Seite genauso nochmal hin. So. So. Dann können wir hier nämlich schon mal auf die Höhe gehen. Ohne Fenster. Wir bauen jetzt ohne Fenster. Die kommen noch. Hey, merkt ihr was? Ich komme gar nicht hinterher. So. So, okay. Dann haben wir nämlich die Wand hier schon mal. Den lasse ich erstmal so als Treppe, weißt du? So, dann können wir hier hinten beigehen und gucken, wie hoch wir müssen, damit hier das zu... Dass wir den Felsen so wirklich integrieren halt. Das wird halt nicht einfach, wie... Weil wir das also auf eine Ebene heben müssen. Warte mal, ich mach das mal hier hin. So, wie gesagt, Fenster können wir mal noch machen. So, das ist das jetzt. Das. Hopp.
Hallo, nicht mich das einbauen. Okay, dass wir so eine Höhe kriegen. Ich überlege gerade, welche Höhe wollen wir machen. Wir machen erstmal. Wegen der Mühle, wegen dem Windrad, da müssen wir sowieso gucken, wie hoch wir da müssen. Das heißt, wir integrieren jetzt quasi das diese komische gebaute Plattform von mir mit der Windmühle hier in das Haus. So, und das gleiche, wie gesagt, das gleiche Prinzip hier dann hier im Grunde genommen. Dass wir das hier auch so machen. Das heißt. Wir könnten mal auch erstmal. Okay, hier ist ein Fenster drin, das können wir auch drin lassen. Da bin ich auf der richtigen. Ja? Gott. Ist. Ah. So wie lange ich rankomme, ist alles. Da, ja, okay. Das heißt. Jetzt mal gucken. Wir haben jetzt hier den Durchgang. Und man kommt quasi nach hinten. Hier habe ich vor, was reinzusetzen. Da möchte ich. Weißt du, was ich da reinhaben möchte? Einen richtigen fetten Kessel. Weißt du? Also ein Kupferkessel. Genau, wo dann das Rohr quasi sich durch den Felsen nach oben bohrt. Oder ja. Außen lang, weißt du? Guck mal, da ist ja jetzt der Wasserfall, aber so einen riesengroßen, weißt du, irgendwie so eine Dampfkraft-Superanlage reinhaben. Aber da werde ich mir noch was ausdenken. So, weil wir haben ja jetzt hier mehrere Dinger. Also hier könnte man zum Beispiel ein Treppenhaus reinbauen. Weißt du, mit man nach oben kommt zum Beispiel. Ja. Hier geht es ganz bis nach unten. Da könnte man so ein Rohrsystem dann reinmachen. Musst du natürlich die Wände etwas verkleiden dann. Das kriegen wir auch noch hin. Jetzt gucke ich gerade, wo wir diese eine Wand ziehen. Ich glaube, hier brauchen wir gar keine Wand. Ich glaube, die Wand ist jetzt erstmal am wichtigsten. So. Das Ding haben wir ja integriert. Hier kann man perfekt doch hochwitschen. Das heißt, ich muss mir jetzt hier was einfallen lassen. So, wenn man das jetzt hier, würde ich das Ecken, also ein bisschen schmaler machen. Verliege ich gerade. Da weitermacht. Das wären ja die Dinger hier wieder. Ja, weiter. Mal Linsen. Ja, das sind die. Ja. Ja. Okay. So, das heißt, ich muss jetzt hier hin, dann den nehmen. Nicken, einmal so lang. Einmal so. Nein, nicht wieder so rum. Tu mir das nicht an. War dasselbe hier. So. So lang. So lang. Dann, verbinde. Oh, hast du noch eine Stufe? Nein. Kann aber schnell eine machen. Ja, ist nicht weiter schlimm. Boah, dann kann das hier nochmal wieder. Ist halt nur doof, dass ich jetzt halt. Warte mal, ich hab auf jeden Fall noch genug zu. Warte mal, unten waren die. Zack. Hast du eine gemacht? Eine Stufe? Treppe, ja. Meinte ich. Sorry. Ah, verdammt. Ich bring dir mal durcheinander. Sorry. Okay.
Ich habe jetzt nochmal Treppen gemacht, damit wir diese Ecke hier machen können, weißt du? So, jetzt muss ich wieder nach vorne sneaken und gucken, wo sind die? Da ist. Okay, dass wir sozusagen. Machen. Hier wäre nochmal so einer. Hier wäre. So ein. Das heißt, bis hierhin müsste Holz. Der muss weg und dann kommt Holz. Und ich muss im Grunde genommen jetzt hier weiter diese Dinger da ransetzen. Da. Ups. Dann hole ich am besten Eichenholzstufe. Ja, Eichenholz. Reicht. So. Das heißt, hier kommt er dann hoch. So, dann ist er hier. Ein OBS geht an und aus. Habe auch immer das Problem, genau. Wenn du einen Creeper siehst, stell einen Block vor ihm, dann kriegst du weniger. Ach. Ich benutze meine Totem gar nicht. Bei mir sind das immer kleine Püppchen. Ja, sie sind verbunden. Okay, gut. Das ist weit, weit. So. Okay. Dann haben wir die Ecke hier. Die Bombe. Komm ich jetzt. So, gut, dann mache ich mal nochmal, genau, die Werkbank hier oben. Sehr praktisch. Mache ich hier nochmal. Wunderschönen Treppen. Ankleistern muss. Ich komme hier gar nicht mehr durch. Was? Ich komme hier ja gar nicht mehr durch. Oh. Hier unten. Da ist eine Mauer. Haben wir dich zugesperrt? Nein, wir haben noch keine Türen eingefügt. Wieso baue ich jetzt hier volle Klötze rein? Du hast mich gerade aus dem Ding gebracht. Warte mal, ich muss mir die vollen Klötze heben. In der Kiste unten sind noch 3 Stacks Siegsteine. Okay. Wie gesagt, jetzt male ich erstmal sozusagen wieder vor hier. Weil wir haben noch, ich habe noch nicht so die Vorstellung, wo denn Türen und Fenster. So. Halt. Mein Gier, dass ich dann mehr oder weniger auf die falschen Tasten drücke. Mann. So, okay, dann machen wir das hier. Und so. Okay, dann kann man da nämlich jetzt quasi das Haus dahin. Weil da muss ja auch noch Platz bleiben für Rohre und so. Da, das waren meine letzten Backsteine. Mehr habe ich nicht. Ich habe noch 47. Okay. Sonst hier auch noch Stufen. Schön. Oh, jetzt erst. Das auf einer Höhe. So, okay. Juhu! So, jetzt muss man mal von unten gucken, wie das von unten so. Bei Hinterseite haben wir ja noch. Hey, ja, irgendwie ja nach Hause.
Doch, komm mal. Nach oben und Treppe doch. Runter. reingelegt. Bin Erster. Ja, ich höre dich fallen. So. Ach, das geht ja gar nicht durchgehend nach unten. So, ich guck mal hier, ob hier. Nee, da ist eine Fichte drin. Okay, das sieht so aus, als wenn ich mich auf Leben suchen machen müsste. Was ja nicht das Nein. Schlechteste ist, zwischendurch immer mal ein bisschen Overnerschaft wieder. So. In der Form, Mist, da sind ja noch ganz viele Stacks, da hat die da reingeschummelt. Wer ist schuld? Ah, oh, nö. Alles gut. So, okay, dann schauen wir unser Kunstwerk mal von außen an. Okay, einmal hier durch und dann einfach mal so weggehen, damit wir sehen, wie die Front jetzt wirkt. Mit den vorgelagerten. Tada! Ja doch. Weil das schmale Ding, habe ich mir nämlich gedacht, könnte man sowas ähnliches wie so einen großen Uhrenturm dann draus machen, weißt du? Also jetzt machen wir ja erstmal alles nur an Backstein und das kann man ja dann immer nur aus. Dramatisch. Aber ich glaube, das passt doch besser. Auch mit dem Vorgezogenen hier, weißt du? Das wirkt ja nicht so statisch. Ja, doch. Und dann, wie gesagt, kommt ja später die Blockvarianz dann noch rein. Das sieht voll schön aus. Naja, ich kann dir mal zeigen, was richtig schön aussieht. Haltet mal. Wir können ja mal den Abstecher rüber machen, dann gucke ich mir nochmal die Zahnräder an. Okay, wir kommen hier mehr oder weniger ja nicht mehr durch. Also da basteln wir uns jetzt natürlich weiter. Wir machen jetzt einfach mal hier eine Tür durch. Genau. So. Damit wir hier durchkommen. Also hier müssen wir dann auch noch den Gang dann machen, weißt du? Aber das ist das, was ich meine, warum ich sowas nachträge. Okay, dann schauen wir uns doch nochmal die Dinge an, die unsere liebe Mimikry als Vorlage geliefert hat. Wie gesagt, das ist ein Hammerding. So, dann kann ich mir nämlich gleich nochmal die komischen Zahnräder angucken. Aber ich denke mal, ich werde das eher so machen, dass ich Mimikry beauftrage, mir da Zahnräder ran zu basteln. Seht ihr das? Zahnräder sehen nämlich ganz anders aus. Ich finde das Ding so Hammer. So Hammer. So, und am liebsten mag ich ja meinen Roboter. Hier ein Stück weglaufen, damit man den überhaupt hoffentlich sieht. Von hier unten. Da oben sitzt ein Roboter, guck mal. Das ist schön. Das ist ein schönes Haus. Meins war hässlich. Sehr hässlich. Wie gesagt, da sitzt ein Roboter. Ich kann es auch mal von der anderen Seite zeigen. Und das ist sozusagen die Vorlage. Oder auch das hier mit der Honigkanne. Also, wie gesagt, das ist die Honigkanne. Die legendäre. Da ist nämlich eine Bienenfarm drin. Und, also, wie gesagt, das ist ja mal ganz anders. Nee, das ist, ja. Okay, jetzt gucke ich gerade mal. Die hat ja auch so halbe Zahnräder daran gebastelt. In Form irgendwelcher komischen Masse. Also, so schwer ist das eigentlich gar nicht. Wenn man den inneren Kreis erstmal hat, das außenrum hinzukriegen. Dramatisch ist. Und du siehst diese ganze Blockvarianz, die bauen wir dann erst später ein. Das macht jetzt noch nicht, wenn man sich über die Form des Hauses noch nicht so ganz im Klaren ist, man da was hinkleistern will. Aber das kommt. So, wie gesagt, das ist meine Kupferaufbereitungsanlage mit einem Kupferwachsus-Korrodier-Fabrik angeschlossen. Die hat mir, wie gesagt, Mikri, meine Bauteamleiterin, dahingesetzt. Und wie gesagt, mit Kupfer bin ich perfekt versorgt. Bei Leben habe ich jetzt richtig immer mehr und so. So, hier wie gesagt,
Weißt du, was ich da zum Beispiel am liebsten hinsetzen würde? Da, wo der Wasserfall runterkommt, so ein richtiger Otterkopf. So ein ganz schnell. Yeah. Weil das ist schon fast die Form, siehst du das? Das hat schon fast die da Form. Zwischen. Genau. Dass ihm dann so das Wasser aus dem Mund läuft, weißt du, so der Sabber. Yeah. Ja, und wie gesagt, also wir müssen mal halt gucken, wie wir das am besten machen. Ich würde auch sagen, wir nehmen die Erde hier bis zu der Ebene weg. Ich will eine Fackel setzen und nicht immer dasselbe mit der Superschaufel. Man klickt und ist noch viel zu. So. Dass wir hier den Sand schon mal weg haben. Weil hier soll ein schöner Gang rein. So. Und dann müsste ich eigentlich. Müssten wir hier auch die Wand weiter runterziehen. Das kann man sich eigentlich auch sparen hier. Könnte man volle Blöcke reinsetzen. Auch nicht. Kommt der nochmal weg? Der hier. So, und dann guck ich mal. Was ich rein mit. Okay, eine Runde Ziegelsteine. So, aber noch kann man hier durch, aber das will ich. Problem ist auch, dass du mich sonst überall ja, wenn was irgendwas vergessen wird zu beleuchten, automatisch. Dann könnte man das hier aufschütten. Sozusagen. Ja, da kommen wir später den Boden halt rein. So, okay, dann haben wir das hier schon mal gemacht. Das kann so bleiben, da können wir dann. Immer nur die Erde dann später raus. Das war hier. Übrigens von Gräber und hinter mir erscheint einer. Mhm. So muss das sein, weißt du? So, und dann kann man ja hier auch wieder im Grunde genommen eine Mauer einziehen. Warte mal, ich guck mal, dass wir hier so ein. Warte mal. Warte, jetzt kommen die Ideen. Jetzt kommen die Ideen. Pass auf. Wir nehmen das hier mal weg. Da muss. Dass wir möglichst geraden Gang haben. Nach hinten. So, warte mal, wie breit ist das? Die Reihe muss auch noch. So, das andere, wie gesagt, die Höhe, das ist noch ein bisschen. Okay, pass auf. Jetzt messen wir auf. Also, der Gang ist so breit. Das heißt, warte mal, ich muss hier mal Erde reinpacken. So, okay, dass wir das jetzt haben. Das heißt, ich setze sie quasi. Mal noch eine Reihe, glaube ich. Ja. Und hier. Das. Ah, sie. So. Heißt, der Gang geht. Ja, wir können ihn schräg machen, das geht. Ich aber ein bisschen. Machen wir mal so zwei Jahre.
denn? Genau. Das? Dann kann man das hier auch so machen. Ja. Ja, dann ist ein schräger Gang, oder? Das heißt, das kann alles hier erstmal auf. Oh, dieses. Okay, nee. So, dann müssen die Felsen ein bisschen gestutzt werden. Das war hier. Weil ich will hier so ein, wie so ein Wölbegang reinmachen, weißt du? Vielleicht kriegen wir das hin. Treppen. Und dann also. Der muss weg. So, erstmal zubauen und dann können wir uns mal noch Gedanken machen, wie wir hier die Wölbung rankriegen. Das heißt, hier gibt es dann sozusagen einen Tunnel durch. So, das passt doch. Guck mal, das sieht ganz anders aus jetzt. So, jetzt muss ich überlegen, machen wir den zu. Ich würde sagen, wir machen den. Ah. Das gleiche. Ah, hier auch noch. So. Ah, ich bin schon wieder ziegelsteinlos. Hast du noch welche? Gut. Einfach zum Muss. Vier Stück, ja. So. Und dann müssen wir im Grunde noch, warte mal, ich stelle mich mal hin. 1, 2, 3. Ja. Mach mal hier oben bis auf die andere Seite rüber. Den vierten. Wo ich stehe. 1, 2, 3. 1, 2. Und bis rüber auf die andere. Genau. Genau. So, und dann einen jeweils. Warte mal, jetzt haben wir eine Dreier, ne? 1, 2, 3. Ja, mach mal ruhig einen jeweils an die Ecke. Genau. Und, so, und jetzt mit Treppen, genau. Dann einfach die Treppen da. In der Mitte die Stufe und an den da Treppen rein. Dann haben wir sowas ähnliches wie ein Tor. So, ich habe schon mal Treppen. Dann nehme ich mir nochmal einen Stack von diesem Backsteingedöns. Okay. Nimmst du noch eine Stufe mit? Ah, ich glaube, ich hätte schon abgelegt. Aber ich nehme schon. Ah. Da ein, da ein. Das sieht ein bisschen komisch aus. Nee, ich will den Bogen doch noch machen. Die Seite ist okay, weil da können wir nicht weiter weggehen. Warte mal. Von hier aber noch eine Reihe da weg. Ja, nicht die Stufe. Dann will ich da das besser aus jetzt? Oh, so cool. Ah, sieht besser aus, oder? So, geht. Besser aus? Ja. Yeah. So, das kann man ja auch hier ein bisschen das so ein bisschen Symmetrie wieder drin. Ja, doch. Und dann machen wir die Treppe hier einfach ein weiter. Ich hab jetzt so wieder ein Vollendes. Okay, ich bin gleich wieder da. Ich muss mal kurz einen Treppengesteingedöns holen. Glück ist der Weg nicht so weit. So, ich hätte. Okay, dann nehmen wir einfach so. Es passt. Ich. Dann machen wir halt eine Vierertreppe. So, okay. Dann passt das doch. Genau. So, dann muss hier noch ein bisschen die Erde gestutzt werden.
Du bist ja ein Fuchs, ein Babyfuchs. Gute Nacht und guten Abend, lieber Gucci. Hallöchen. So, ja, ich würde sagen, das passt. Hier kann man die Treppe nämlich auch noch notfalls verbreitern. Aber ich glaube, das passt. Dann wird der Gang halt ein bisschen schmaler. Erstmal, und dann können wir hier immer noch gucken. Wir haben gesagt, 1, 2, 3, 4. Okay, das heißt hier. Jetzt muss man gucken, jetzt haben wir hier wieder 3. Wir müssen einen breiter werden. Ich glaube, denke ich, hat wäre besser. Einen breiter. Hier, ne? Die Seite. So, machen wir hier wieder einen. So, wir müssen einen. So. Halt, der muss da bleiben. So, dann kommen da wieder die Treppenstufen an. So. So. Ja, doch. Weil das können wir dann später verkleiden, weißt du, mit Falltüren und weiß ich was. Weißt du, dass es nicht alles so backsteinig dann aussieht. Ja. Da. Dann, wie gesagt, muss ich das hier noch machen. Da kommen dann noch Falltüren und sowas hin. Weißt du, Falltüren und, Lepp aus Eiche. So, jetzt haben wir zumindest schon mal den Gang hier fertig. Das, jetzt wird langsam. Ich mach's nicht. So, okay. Und dann, ja, das haben wir jetzt. Das ist schon mal nicht schlecht. So, jetzt. Weiten wir. Ja, doch. Das Tor ist auch hoch genug. Weil, wie gesagt, wir können das ja verzieren dann hinterher halt, ne? Weil erstmal so ein Gang hier in zu haben, das. Das ist schon. Dass der Weg hier wieder existiert hätte. Ich denke mal, der ist auch breit genug. Das passt schon. Und da kann man ja dann später, wie gesagt, immer noch ein bisschen vergrößern oder wie auch immer. Klein ist. Ja, wie gesagt, ganze Menge geschafft. Aber ich denke mal, so kommt es nicht schlecht. Und jetzt könnten wir eigentlich beigehen zum Beispiel und oben, weißt du, wo wir diese obere Wand haben, im Grunde da können wir schon Fenster reinmachen. Große. Ja. Weißt du, so mit Gittern. Ah, ich glaube, Gitter passen da am besten. Ah. Gucken wir mal Gitter. Ich habe 51 Gitmet. Den kriegen wir auch wieder ein bisschen Backstein zurück. Rahmen und so kann man dann später immer noch. Ey. Hast du auch noch Gitter? Ich gebe dir gern die Hälfte ab. Ja. Bitte. Danke. So, auf geht's. Wieder nach oben. Drehwurm! Was noch fehlt, ist dein Fahrstuhl. Da soll durch ein, wie heißt das nochmal, ich weiß noch, wie es auf Schweizerdeutsch heißt. Kreuzheimer. Ja. Falls jemand den Drehwurm hat. Ja. Es war wirklich schön mit dir zu streamen. Bei grüß deine oder deine Freundin von mir. Ja, ich habe weder das eine noch das andere. Ich habe einen Mann, aber alles gut. Ja. Aber schlaf gut und danke für deinen Besuch. So, jetzt können wir hier nämlich mal überlegen, wo wir hier Fenster reinsetzen. Also, ich würde mal sagen, die müssen schon alle relativ auf einer Höhe sein. Jetzt haben wir das Problem, dass die Ebene liegt ja hier tiefer wie die hier oben. Was aber nicht schlimm ist. Fenster können ruhig versetzt sein, glaube ich. Das ist, glaube ich, ganz. Warte mal, ich bin mal mutig und klopp jetzt einfach mal, warte mal, 1, 2, Fenster. Ich würde sagen, die machen wir ruhig.
Kann man die so groß machen oder noch größer? Könnt ihr auch noch größer. Nur dass unten ein so ein Randstein bleibt. Warte mal. Hab ich. Nee, die müssen so. Okay, und dann lassen wir am besten immer zwei dazwischen. Weil das kann man dann auch noch verfeinern. Es geht ja erstmal, dass überhaupt irgendwas sichtbar ist, was wir heute irgendwo getan haben. So. Genau, und da müssen wir halt gucken. Das ist, glaube ich, zu. Achso, hier. Da ist vor allem zu viel weggeholt. Ja. Oh, hoppla. Weil, habe ich drei hoch. So, und dann müssen wir das dann auch im Grunde genommen so machen, genau. Genau. Genau, richtig. Ich habe übrigens keine Gitter mehr. Okay. Noch schnell schauen. Wenn ich mich nicht verziert habe, müsste das eigentlich passen. Also zwei. Was soll? Wir machen mal hier ein, zwei weg, dann wäre hier ein Fenster. Ah. Dann kann man ja notfalls ein schmales setzen. Es ist eine ungerade Zahl, das gefällt mir nicht. Habe ich da drüben zwei stimmt. Oder drei? Ich habe zwei, ne? Ja. Eins. Warte mal, dann machen wir das. Oder wenn man die Ei größer macht. Zu, ja, genau. Das zu. Jetzt zwei. Dann kommt das hier hin und du musst das deins da. Weiß man, Steine hier alle runter auf. Oh, jetzt hänge ich hier wieder fest. Ja, wenn das man jetzt nicht die Hand geben kann oder das Werkzeug zum Hochziehen. Ja, das wäre cool, ja. Das gibt's ja in dieser anderen. Da gibt's ja diese Kartoffel, weißt du, die so ein, wie so ein Ding hat. Kommst du so rauf? Ich kann hier aber durchsneaken. Okay. Da. Einmal durchgesneakt, einmal hochgegrindet und dann wieder da. So, passt. Genau, jetzt bringe ich nur noch die Gitter. Sieht schon besser aus. Hast du noch die Gitter? Ah, ich habe ja noch Gitter. Einen. So, jetzt muss ich auch gucken. Eins, zwei. Eins. Das ist nicht weiter schlimm, das ist das kleine Gebot. Das kann ruhig. Da können die. So, und hier machen wir erstmal nichts ran, da würde ich dann wahrscheinlich eher ein Zahnrad oder. Echt gespannt, wie das von unten auf. Also diese Fenster kommen nichts rein. Hast du keine Gitter mehr? Doch. Komm mit Gitter. Nee, da brauchen keine zwei, weil das ist ja ein kleines, schmales Gebot. Ja. Genau. So, dann gucken wir mal von unten, was unser Kunstwerk. Ich spiele jetzt Geronimo. Geronimo. Doppelhüpf, doppeltot. Ah. Er stellt es wegen nach unten. Tada! Ja, doch. So, Stück für Stück. Ja. Stück für Stück zum Steampunk an. Ja, wir sind ein gutes Team. Siehst du? Das passt doch. Das passt doch. Oder? Das sieht doch immer mehr jetzt aus. Bei der Ecke. Sieht es irgendwie ein wenig komisch aus, irgendwie. Ja, die eine da bei der Mühle, ne? Ja. Der eine da. Ja, der hat sich nicht gedreht. Er hat sich nicht gedreht, er sollte sich drehen. Aber das ist ein Problem, weil. Ja. Da kommt eh was vor. Also solche Kleinigkeiten, wie gesagt, das ist dann nicht weiter schlimm. Weil wir müssen ja hier noch drunter, im Grunde genommen. Das, was hier noch fehlt, ist im Grunde genommen, dass man hier noch so ein. Ah,
weiß ich noch nicht, ob wir da ein Rohrsystem anbringen oder so, weißt du? Deswegen habe ich hier erstmal so glatte Wände gemacht, dass hier so Rohre, weißt du, hochgehen. Ja. Da ist cool. Aber wir haben schon wieder 11:30, ob du es glaubst oder nicht. Ich zeige dir bei Minecraft immer zu schnell vorbei. Ich weiß auch nicht, laufen hier die Uhren schneller oder was? Das ist ja schlimm. Oh Mann. Echt der Wahnsinn. Also auf jeden Fall, wie gesagt, haben wir jetzt unten den Durchgang wieder gemacht, damit der arme Kai hinten zur Fabrik kommt. Und dann haben wir oben schon mal, wie gesagt, das alles soweit umgeändert. Wie gesagt, wir haben noch keine Blockvarianten drin, aber weil wir erstmal überlegen wollen, wo die Rohre denn hinkommt, das machen wir dann Mittwoch. Hallo Moni! Ach Moni, übrigens herzlichen Glückwunsch, du bist auch Teil des Momentums. Ich melde mich wegen IP und Discord. Also für mich ein extra Discord. Und ich habe vorhin auch nochmal mit Stine gesprochen. Also Stine findet es auch okay, weil wie gesagt, der harte Kern, mit denen hatte ich schon gesprochen. Und ihr wart ja eh nur zu viert. Alle seid ihr alle vier angenommen. Fertig. Diskutieren wir gar nicht. Und das machen wir auch ganz gemütlich unter der Woche halt. Ne? Also dass ich dann jeden dann mal anschreibe und wie gesagt, dass ihr so eine kleine Einführung kriegt. Und wenn wir es hinkriegen, wie gesagt, könnt ihr dann am Wochenende schon los. Das würde mich sehr freuen. Weil, wie gesagt, zwei Kandidaten, nämlich die beiden, weil die beiden Jungs hier, Wusimo und Kai, wie gesagt, die sind ja auch dabei. Und dann neben dir als zweites Mädel sozusagen, als Verstärkung kommt die Lyra, also Cast Gamer LP dazu. Und wie gesagt, wir machen das so, dass wir halt einführen. Wie gesagt, also da muss ich euch nämlich Mädels nämlich noch was sagen. Ihr müsst da noch was vorbereiten. Euch ein paar Gedanken drüber machen. Die Jungs wissen schon Bescheid. Und ja, wie gesagt, ich freue mich. Ich freue mich. Weil ich finde jetzt in der Kreativphase, in der Renaissance, passt das ganz gut, weil ihr euch dann ans Team gewöhnen könnt und so ein bisschen unsere Spielweise kennenlernt. Und es ist ja immer noch mal was anderes, wenn man selber persönlich auf die Server kommt, den man vorher ja immer nur im Stream gesehen hat. Und warte mal, ich laufe mal noch ein Stück weg. Ich will jetzt mal das Gesamtbild haben. So, mit Brücke und allem drum. Langsam, wie Steampunk aussieht. Ah, hier ist meine legendäre Brücke. Hinstellen bei der Schäder, das immer ja doch das sieht richtig Steampunk aus. Wir haben gute Arbeit geleistet. Guck mal, das wird immer steampunkiger. Ja. Das sieht und wenn das alles weg ist, kannst du noch den Roboterkopf auf der anderen Seite ja noch einsetzen. Genau, da muss noch ein Roboter, also ganz viele Roboter müssen hier hin. Die müssen ja überall sein. Einfach hier so rumlaufen, rumsitzen und weiß ich was, so als Gag einer oben auf die Brücke setzen und so. Mal schauen. Ich finde die so lustig. Ich muss halt nur gucken, wir müssen halt nur ein bisschen aufpassen, wo Huma den Steampunk, das Steampunk-Luftschiff hinsetzen möchte. Ich denke mal, da ganz oben, wo der Baum ist, da ist er eigentlich am besten auf. Vielleicht so über dem Helm dann oder so. Weiß ich nicht, über dem Kopf. Ja, wir schaffen das. Wir schaffen das. Ja. Yeah. Wir sind jetzt gerade dabei, wie gesagt, so ein bisschen, ich finde das so cool, das sieht merkwürdig aus, das Licht durch die beiden Fenster, das sieht aus wie ein Gesicht. Ah, das dort hinten. Ja. Aber wie gesagt, es wird, wir schaffen das alles hier in Steampunk umzupassen. Yeah. Das, was wir auf jeden Fall nächstes Mal machen müssen, als erstes, sind diese schwarzen Dächer wegrob. Der müssen da weg. Da muss Kupfer rauf. Ah, dort hin. Unten. Ja, da muss Kupfer rauf. Eindeutig. Okay. Das ist einfach. So das mit diesen schwarzen Dächern da. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie so, weil es, wie gesagt, durch das Backstein ja schon sehr dunkel ist. Und das Kupfer hält das ja wieder ein bisschen auf. Yeah. Da kann man ja dieses rote, korrodierte, gewachste Zeug aufschmeißen, weißt du? Das ist alles so ein bisschen unterschiedlich. Das
passt, glaube ich, ganz. Und dann müssen wir uns nächstes Mal dann Gedanken machen. Hallo Kai, wir haben dir deinen Gang wiederhergestellt. Ja, du kannst unten wieder durchlaufen. Hab ich gesehen, danke. Bitte. nächstes Mal dann Gedanken drüber machen, wo wir das Rohrsystem dann halt einfügen. Wie das dann hochgeht. Ich habe jetzt bewusst unten am Gang, hast du ja gesehen, relativ glatte Wände noch. Hm. Und wie wir das hinten machen. Aber das kriegen wir hin. Also auf jeden Fall sieht das jetzt schon wesentlich mehr Steampunk aus. Mit dem Backzeug. Wenn dann erst das Kupfer noch rankommt in die Blockvarianzen, dann denke ich mal, klappt das so schnell. Ja. Viel Arbeit. Aber ganz ehrlich, die Orangenwand kann ich lassen. Auf jeden Fall, wie gesagt, brauche ich nächstes Mal, müssen wir ganz viel Schlamm und so generieren für Backstein. Ganz viel. So, dann packe ich das Zeug jetzt erstmal da wieder rein. Weil ich werde jetzt langsam zum Ende kommen, weil sonst schaffe ich morgen meinen Tag nicht, weil ich momentan in meinem Frühjahrsputz auch noch nebenher stecke. Der muss ja auch mal sein. Dass hier mal langsam in meinem Haus wieder Ordnung einkehrt. Mann. Okay, ich bin eine zu früh. So, yes. Nochmal Viech. Aber ich denke mal, wir haben eine ganze Menge heute geschafft, was mich sehr freut. So, und ich denke mal, in den nächsten Tagen kriege ich dann auch noch meinen Osterrucksack gesponsert und dann ja, ist alles gut. So, gut. Wahnsinn. Die Mimi, die Chefin. Ja, ist nicht weiter schlimm. Mimi war gestern auch total fertig. Ich weiß auch gar nicht, wie lange die noch gemacht hat gestern. Wahnsinn. Die hat ja dann schon eifrig dann das hier alles auf den Zauber gepackt. So, okay, auf jeden Fall, wie gesagt, damit ihr Bescheid wisst, also Cast Gamer LP und die Moni, die sind nett. Kai, also Worldmaker und Busimo, die neuen vier Mitglieder für Momentum. Heißt, ich werde unter der Woche mich bei euch melden, dass wir das alles reinkriegen. Weil, wie gesagt, ich muss euch ja noch in den Discord holen und euch noch ein bisschen was erklären. Ja. Wie gesagt, Busimo und Kai wissen schon Bescheid. Denen fehlt eigentlich nur noch der Discord und der Zugang und Moni on Cast. Also bei Lyra und Moni melde ich mich. Und ja, ich freue mich. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich auch. Ihr hattet auch jetzt wirklich ungemeines Glück, weil die ganze Zeit über waren ganz viele Leute dran interessiert. Sie wollen unbedingt bei Momentum. Ja. So. Und als ich dann aufgerufen habe, sich zu bewerben, dann habt ihr ja selber gesehen. Das war nicht wirklich. Oh? Nee, haben sie wieder Rückzieher gemacht. Und wie gesagt, der eine, der ziert halt nicht, weil der war nicht 18, geschweige, dass er seine eigenen Bauwerke gemacht hat. Weil die haben nämlich wirklich, ich denke mal, dass solche Leute immer denken, man überprüft das nicht, dass man nicht nachguckt. Man so bequem ist und nicht nachguckt. Aber das tue ich halt. Und Rio hat das auch überprüft, die hat dann die Bilder alle gescheckt. Weil wir haben ja da bestimmte Verfahren, wie wir das rauskriegen können, ob das eure eigenen sind oder nicht. Weil ich habe, wie gesagt, kein Problem damit, wenn einer mal, weiß ich, was nachbaut, nach dem Tutorial oder so, aber es ist halt doch noch ein Unterschied, wenn man dann plötzlich Dinge entdeckt, die man dann plötzlich von einem großen Gomme-Server her kennt oder solche Dinge. Das muss nicht sein. So doof sind wir nun auch nicht. Ne? Und hallo Nonstop. So, wie gesagt, Nonstop hat es jetzt auch wahrscheinlich gerade gehört, dass er seine Moni dabei hat. Jo, und die Lyra und Busimo und Kai kommen dazu. Yay. Und ich bin schon tierisch gespannt. Also, wie gesagt, wir versuchen das bis zum Wochenende hinzukriegen, dass wir euch hier einführen. Also, dass ihr am Wochenende schon dabei seid. Ich weiß es nicht, ob es klappt, weil ich brauche da auch ein bisschen Padmas Unterstützung. Weil die nämlich die Rollen verteilt, notfalls macht sie das im Nachhinein, das geht auch. Aber wie gesagt, sie weiß schon Bescheid, weil das steht eigentlich schon, ich kann es euch jetzt verraten, schon eine ganze Weile fest,
Weil die Bewerbung, ich habe es oft genug gesagt, bewerbt euch, aber wenn nichts kommt, wie gesagt, haben die vier halt Glück und es passt halt auch. Weil ich mit den Vieren halt auch schon zu tun hatte. Also die Lyra, die kennt ihr ja noch von Lucian von Wild West unter anderem oder Two Lives war sie dabei. Genau. Mit denen habe ich jetzt schon zu tun gehabt, wie gesagt, mit Kai und Wusimo bin ich hier immer zugange oder im Osterwettbewerb jetzt. Und wie gesagt, wir spielen auch schon eine ganze Zeit lang zusammen. Und ich denke mal, Gucci freut sich, dass noch ein Schweizer kommt. Auf jeden Fall, wie gesagt, wird das, kann das nur lustig werden. Also ich denke mal, die vier sind eine schöne Bereicherung, dass es wieder spannend wird und vor allen Dingen für mein Team ist es ein bisschen eine Entlastung, weil ihr wisst, die hocken alle schon seit anderthalb Jahren spielen wir. Und wie gesagt, zwischendurch gibt es dann immer welche, die dann vielleicht doch mal eine Pause brauchen. Und das ist, ach denk, eine schöne Bereicherung. So, und hallo Ria. Ja, du bist, ja, bist leider zu spät, weil wir sind schon in meiner Abmoderation heute. Und wir haben schöne Ostern gehabt. Wir haben gestern unseren Osterwettbewerb gemacht. Genau. Ja, wie gesagt, ich freue mich halt, wie gesagt, die vier da zu begrüßen. Und, genau, noch ein Schweizer. Das wird international bei uns. Nee, wie gesagt, alles gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, freue ich mich, dass die vier halt in Zukunft bei uns mitspielen können. Bei einigen, wie gesagt, ich hätte mir zwar noch jemanden da reingewünscht, aber das passt halt nicht von den Zeiten her. Und das ist halt, wie gesagt, schwierig, weil wir halt am Wochenende immer... Das passt halt nicht in jeden seinen Zeitplan oder in seine Familienplanung oder wie auch immer, Privatleben rein. Okay, gut. Auf jeden Fall, wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zuschauen heute. Wie gesagt, wir haben eine ganze Menge geschafft. Wir haben vier neue Mitglieder, die wir auf dem Community-Server dann begrüßen dürfen, die heute in den Genuss der kostenlosen Mitgliedschaften gekommen sind in den nächsten Tagen. Also ich denke mal, Monatsmitte werde ich dann die nächsten wieder raushauen. Weil es macht ja keinen Sinn, wenn die meisten Teammitglieder hier drin sind. Dann müssen wir sowieso mal gucken, dass wir da ein bisschen was ändern. Vielleicht kann man das nämlich einstellen bei YouTube, ob man bei einem Kanal eine Mitgliedschaft gewinnen möchte oder nicht. Weil es macht ja wenig Sinn, wenn mein Team die gewinnt. Die sind ja eh schon auf dem Community. Aber, ne? Gut, okay. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns morgen um zwischen 20:30 und 12 Pixel wieder. Ich weiß nicht, wer morgen dabei ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird die Rio wieder dabei sein. Also Ria. Ne? Also wenn du Rio wieder mal sehen willst, morgen 12 Pixel. Es ist wieder Dienstag. Da werde ich dann halt wieder mal Rio eine Runde nerven, weil ich bin nämlich eigentlich dabei, ja mein Haus am Spawn zu bauen und bin irgendwo in der Pampa gestrandet, keine Ahnung. So, und Mittwoch sehen wir uns dann wieder auf dem Community-Server. Ja, dann bauen wir hier weiter Steampunk und wie gesagt, an die Auserwählten vom Momentum, ich werde mich bei euch nochmal melden und... ja, kommt gut durch die Nacht und ich kann ja noch mal gucken, wer noch streamt. Ich habe so eine Ahnung, dass keiner mehr da ist. Das mal gucken, Weiterleitung, wer da noch ist. Wen haben wir denn da? Ratte Cool haben wir noch. Ratte, ja. Ratte ist der Einzige. Ja. Also, wie gesagt. Genau. Also wie gesagt, ich kann euch natürlich auch zu Ratte mal schicken. Warum nicht? Ich schicke euch zu Ratte. Wer mit rüber will, der soll gehen. Wer nicht, der, ja, dem wünsche ich eine gute Nacht. Und bis morgen und Chris, ja. Alles gut. Okay, dann schlaft schön und ja, alles Gute. Bis morgen. Kommt gut durch den ersten Arbeitstag. Ciao. Winke, winke. Tschüss.